Hallo, ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau. Heute Demokratie pur Talkshow, freie Argumente-Plattform. Es geht wieder darum, auch was wird aus die Basis, aus Wir 2020, Fragpartei. Wir begrüßen heute gleich, das mache ich dann gleich, die Vorstellung. Parteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten bzw. Reformer zu besserem Wahlprogramm mit einem Potenzial von bis zu 56% der Wählerstimmen. Also die interessante Frage so, was wird am Ende aus, auch aus Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen und so weiter, und was wird aus den Parteien? Ja? Darum geht's heute. Und jetzt mache ich mal, ah ja, das ist jetzt ein anderes Bild, dann haben wir das Bild wieder. Und ich gehe jetzt mal so, dass ich rausgehe aus der Präsentation. So, dann haben wir das. Ach so, ich bin falsch. Hier oben muss ich raus. Na? So, und jetzt müssten sich alle in voller Größe sehen. Oben rechts Frau Mesli, Mitglied Wir 2020 EU. Unten Herr Eckenberger hier zu sehen, als Mitglied im Orga-Team Fragpartei. Und ich bin heute als Experte dabei. Vielleicht kommt noch ein zweiter Experte nachher hinzu. Schauen wir mal. An sich war er angekündigt. So, und ich beginne mit einer kurzen Einführung, für die ich dann wahrscheinlich aber gleich dann auch die Präsentation nochmal anmachen muss. Also, erste dringende Empfehlung der Professoren: Die Wahlprogramme sollten als Volksentscheid gestaltet werden. Denn wenn man doch mehr Demokratie will, und zu unserem Demokratisierungsprogramm würde sowieso gehören, Volksentscheide zu machen, warum macht man dann nicht das Wahlprogramm als Volksentscheid? Und ich zeige das mal anhand eines Schaubildes. Sekunde. Das ist also die erste Anregung auch an die Partei, ne? Wir 2020 EU, besonders natürlich auch an die Basis, weil die sich ja das Basisdemokratische so richtig aufs sozusagen vorgeschrieben haben. Ja, stellen Sie sich vor, man hätte jetzt so eine Art Wahlprogramm und hier so drei Textkreise hier oben, ja, und dann wäre zum Beispiel drei Alternativen der Gesundheitsreform. Hier eine neoliberale Expertenmeinung, ein neoliberaler Gesundheitsreformsatz, hier unser Gesundheitsreformsatz, der Arzt soll belohnt werden, je mehr er mir, besser mir, er mir hilft, Krebs oder Herzinfarkt zu verhindern zum Beispiel. Und dann könnte hier noch ein Satz sein, zum Beispiel, ja, wir wollen ein staatliches Gesundheitssystem ohne Leistungsmessung und einfach nur so ein Beamtenstatus für Ärzte. Ja, kein Geschäftsmodell Medizin mehr. Das wären so drei. Man könnte aber auch fünf einfach nebeneinander stellen. Drei oder fünf verschiedene Experten nebeneinander stellen. Und das hier, dann hier der zweite Punkt könnte das Demokratisierungskonzept sein. Und so hätte man dann einen Volksentscheid, eine ganze Liste eines Volksentscheides. Und dann kann man die Parteibasis konsensieren lassen, die ja meistens nicht ganz einer repräsentativen Wählerstichprobe entspricht. Und man kann dann sozusagen die, die bei der Partei vorläufig als vorläufige bevorzugter Punkt waren, jeweils dann fett markieren oder fett in Fettschrift machen. Dann wissen die Wähler so ein bisschen, wes Geisteskind sind so die Mitglieder der Partei, das wollen die auch immer wissen. So, mit was muss ich auch von der Mentalität rechnen bei dieser Partei? Und dann hätte man so einen schönen Volksentscheid. Und diesen Volksentscheid kann man ja dann nach der Wahl, wenn man gewählt ist, als erstes der Bevölkerung vorlegen, sodass die dann sozusagen ja letztendlich entscheiden können, ob ihnen das gefällt. Das wäre der eine Vorschlag, der neu ist. Und der zweite ist, dass wir uns noch mal klar machen, worum es eigentlich geht. Und zwar, da nehmen wir dieses Bild dazu.
Sie sehen jetzt ungefähr eine Kugel. Na, hier, wir nehmen das heute nur als Kugel. Und das ist sozusagen der Kuchen. Und ich hoffe, Sie sehen meine Maus, wenn vielleicht jemand sein Mikro mal kurz einschalten kann, ob die Maus gut zu sehen ist. Ja, die Maus ist gut zu sehen. Super. Das heißt also hier, das sind die WählerInnen, die keiner Sparte selbst angehören. Na? Und das Ganze ist der große Kuchen. Das Ganze ist der finanzielle große Kuchen der Gesellschaft. Und alle wollen immer nur unser Bestes, also unser Geld. Und jede Sparte, und wir haben es ja jetzt erlebt, die Impftests und Masken und Pharmasparte, die vielleicht hier angesiedelt ist, hat ihre vorteilbringenden Irrtümer, zum Beispiel Ernährung und Immunsystem spielen überhaupt keine Rolle, der Lebensstil spielt keine Rolle, nur die Kraft der Viren spielt eine Rolle und Impfungen dagegen zum Beispiel. Das ist ein vorteilbringender Irrtum der Impf- und Pharmabranchen und so weiter. Und so holen sie Geld aus der Bef Weltbevölkerung heraus, jetzt erstmal aus der deutschen Bevölkerung, aus dem Kuchen heraus. Und dann gibt es die Sozialsparten, die haben ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer, die profitieren natürlich davon, wenn es möglichst viel Sozialfälle gibt und so weiter. Und so haben wir jetzt überall Sparten hier. Ich nenne mal ein paar, zum Beispiel die Rüstungssparte, die Bildungssparte, die Forschungssparte, die Politik-Demokratie-Sparten, auf die gehe ich gleich noch ein, das Arbeitsamt als Teil der Sozialsparten, die Beamten, die Behördensparten. Und wir haben die NGOs, die Non-Governmental Organizations, die Nichtregierungsorganisationen und so, und die Wohnen- und Bauensparte sozusagen. Und so haben wir rundum lauter Sparten und alle haben sie ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer. Und die Gefahr ist natürlich immer, dass diese vorteilbringenden Irrtümer der ganzen verschiedenen Sparten leider möglicherweise auch im Wahlprogramm landen. Und dann ist es ein Riesenproblem, weil es ist dann quasi ein Problem. Weil die ganzen einzelnen Sparten und deren vorteilbringende Irrtümer natürlich dazu tendieren, den Wählern, besonders denen, die keiner Sparte angehören, selbst größtmöglichen Schaden zuzufügen. Und dann wird so ein Wahlprogramm nicht sehr wählerfreundlich sozusagen und hat dann meistens auch geringe Wahlerfolge. Weswegen wir, unsere Aufgabe besteht als Weltrat und Next Scientists for Future darin, diese vorteilbringenden Irrtümer all der Sparten sozusagen anzusprechen und aufzudecken und deswegen ein ohne vorteilbringende Irrtümer, möglichst ein Wahlprogramm zu haben, das keinerlei vorteilbringende Irrtümer mehr enthält, im Idealfalle, sodass es dann auch bis zu 56% der Wählerstimmen erreichen kann, weil eben nicht die Wähler über Gebühr gemolken werden, sozusagen durch die verschiedenen Sparten. Ne? Zum Beispiel auch die Sparte innere Sicherheit, die hat ihre eigene Dynamik, ja, also Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizisten, Rechtsanwälte, die haben ihre eigene Dynamik. Da geht es dann auch darum, Geld zu verdienen durch Prozesse und die damit verbundenen Gelder. Da muss man auch aufpassen, dass so etwas nicht im Parteiprogramm landet, im Wahlprogramm landet. Und das ist also das, worauf man achten muss. Beispiel, noch ein praktisches Beispiel. Sie haben bestimmt beide schon mal gehört von Neoliberalismus oder Marktradikalismus. Und der Neoliberalismus, der drängt sich auch oft in Wahlprogramme hinein. In Wirklichkeit ist es der vorteilbringende Irrtum der Industrien wie Rüstungsindustrie, Tabakindustrie, Alkoholindustrie und so weiter, also Genussgifte und Zuckerindustrien. Also diese Industrien profitieren natürlich am meisten, solange es eine Narrenfreiheit für diese Industrien gibt, dass also nicht die Gesundheitswirkung gemessen wird, sondern einfach gesagt wird, freier Markt ist immer das Beste. Ne? Natürlich für die Tabakindustrie ist freier Markt sehr gut und für die Alkoholindustrie auch und für die Zuckerindustrie auch und für die Rüstungsindustrie auch. Aber das ist nicht im Sinne von Wählern. Also muss man auch aufpassen, dass also bestimmte Experten
sind einfach von oben bis unten voll von vorteilbringenden Irrtümern. Und zwar in dem Fall, der Neoliberalismus ist voll, der ist ein einziger vorteilbringender Irrtum für die Tabak-, Alkohol-, Zucker- und Waffenindustrie. Ja? Und darauf muss man achten. Und darauf werde ich immer wieder zurückkommen, wenn ich die Fragen beantworte. Auf was muss man achten? Welche Experten sind auch gefährlich, weil sie selber als Experten eigentlich Sprachrohre von vorteilbringenden Irrtümern sind? Und darauf müssen wir heute achten. Ja? Ja, das war's in der kurzen Einführung. Dann mache ich doch jetzt Folgendes. Ich zeige Ihnen nochmal zum Schluss den Demokratisierungsfahrplan. Da nehme ich mal eine andere Skizze. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt auf die Schnelle finde. Andere Richtung wahrscheinlich. Na ja. Und zwar, wir nehmen nicht den Text, der da ist, sondern es könnte jetzt eine Liste von Texten sein und da könnte draufstehen: Erstens Demokratisierungsfahrplan sozusagen. Erstens, öffentlich-rechtlicher Rundfunk wird sofort werbefrei. Werbekundenkritische Neujournalisten werden eingestellt und kriegen 50% der Stimmmehrheit und sofort kriegen wir ein ausgewogene ZDF und ARD, wo immer ausgewogen berichtet wird und alle ausgewogen das Wort bekommen. Der zweite Punkt wäre jetzt dann hier, da würde dann ungefähr stehen: Demokratie pur, freie Argumente, Plattform, Talkshows in ARD und ZDF. Und die sind quasi identisch, die werden genauso gestaltet wie die sogenannte dritte Möglichkeit, nämlich dann Vorwahlen, Mini-Volksentscheide. Das ist die Möglichkeit, also neue Experten können sich profilieren bei den Talkshows, können dann von den Parteien dazugeholt werden als Experten in deren offene Expertenliste. Und die Vorwahlen sind dann die amtliche Version mit repräsentativen Wählerstichproben, wo also die Experten die Möglichkeit haben, auch Kanzler und Ministerpräsidenten herauszufordern und Neuwahlen zu erzwingen und dann eventuell selber Ministerpräsident und Kanzler zu werden, sodass dann hinter ihnen auch eine Neupartei sich bilden kann, wenn sie dann gewonnen haben, zum Beispiel Kanzler geworden sind oder Ministerpräsident, dann kann sich hinter ihnen eine neue Partei bilden und das wollen natürlich die Altparteien verhindern, weswegen sie sich dann viel Mühe bei der Führung einer offenen Expertenliste geben werden, damit sie nicht so schnell auskonkurriert werden können. Ja? Und die Wohlfühlstimme ist dann wäre die nächste Zeile, dann die Wohlfühlstimme und die würde also uns nochmal eine extreme Demokratisierung bringen und die Altparteien total auch motivieren, sich ganz stark um die WählerInnen zu kümmern und bloß nicht mehr mit den Konzernen und Lobbyisten zu reden. Außerdem führen die Verdienstzuschüsse sowieso dazu, dass Lobbyismus von einem Tag auf den anderen enden wird. Und dann kommen noch die Volksentscheide dazu und dann haben wir noch die bisherigen Wahlen. Ja, und dadurch haben wir ein Demokratisierungsprogramm, das wir jetzt so empfehlen würden. Aber das wäre jetzt dann in einem Volksentscheidsprogramm wäre unser Demokratisierungsvorschlag einer von 3 bis 5 Vorschlägen. Ja? Und so kann man das dann realisieren. Ne? Ja, und neu ist der Gedanke auch, dass man die Vorwahlen, Mini-Volksentscheide genauso gestaltet wie die Fernseh-Talkshows, die Wettbewerbstalkshows sozusagen, Demokratie pur, freie Argumente-Plattform. Mit 9, ich schilde das nur mal ganz kurz als letzter Punkt für jetzt, mit 9 Teilnehmern und jeder bekommt 4 Minuten Redezeit, dann wird gewählt von den Fernsehzuschauern oder von der repräsentativen Wählerstichprobe, zusammengestellt vom Bundeswahlleiter und den Landeswahlleitern. Und dann kriegen 6 Leute, die 6 Besten kriegen, die 6 mit den meisten Stimmen kriegen 6 Minuten Redezeit. Und dann wird wieder gewählt und dann kriegen 3 Leute 10 Minuten. Und dann wird wieder gewählt und dann steht der Tagessieger fest von der Talkshow oder von der Vorwahl.
Und dann können die Wählerinnen noch mitteilen, warum habe ich jetzt so gewählt, was waren die Gründe. Ja, und dann haben wir eine schöne Talkshow beziehungsweise eine schöne, ein schönes Vorwahlensystem. Ja, und ja, das war's mit meiner ersten Präsentation. Jetzt muss ich da wieder rauskommen aus der Präsentation. Und dann, jetzt fehlt uns die Kamera vom Herrn Eckenberger. Hallo, ist er rausgefallen? Frau Mesli, Sie sind da, gell? Ja, ich bin da. Ja. War alles gut verständlich soweit? Ja. Ja, das sind also Neuerungen, die Sie, die Professoren mir aufgetragen haben, einige wenige, mit denen ich telefonisch Kontakt hatte, das jetzt neu mit reinzubringen, diese neue Gesamtperspektive reinzubringen. Und vielleicht beginnen wir mit Ihrer ersten Frage und hoffen, dass der Herr Eckenberger und auch der Herr Wagner vielleicht einfach noch gleich wieder dazukommen. Ne? Sehr gerne. Also, es geht jetzt mal um den Mittelstand. Der soll ja aktuell offensichtlich ganz kaputt gemacht werden. Die Mittelständler leiden unglaublich und der Herr Carsten Lappeisen von Wir 2020 Bayern hat mich gefragt, ich soll mich bei Ihnen erkundigen nach dem Mittelstand. Der muss einfach gefördert werden, dass er überleben kann. Das ist meine Meinung. Ja, so, dann antworte ich mal darauf. Also, was mir als erstes einfällt, ist, dass wir ja mit den Verdienstzuschüssen völlige Chancengleichheit für den Mittelstand und die Großunternehmen im Prinzip herstellen. Ja, weil im Moment ist ja letztendlich keine richtige Chancengleichheit, weil wir sozusagen die Großunternehmen finden ja viel mehr Gehör bei der Politik, weil sie viel mehr Geld haben für teure Lobbyisten, sie haben viel mehr Geld für große Parteispenden, sie haben viel mehr Geld für großzügige Jobs, die sie nach der politischen Karriere den Politikern schon im Vorfeld anbieten können, ja, und sie dadurch, und dann können sie dann auch, die Großunternehmen können auch, große Banken und so weiter, die haben, laden dann Politiker zu Reden ein, dann kriegen die für eine Rede 40.000 Euro. In Wirklichkeit ist es natürlich ein verstecktes Einkaufen sozusagen des Politikers. Das fällt aber ja alles weg durch unsere Reformen. Also durch unsere Reformen verschwindet das ja alles, weil die Politiker grundsätzlich den Konzernen ja gar nicht mehr zuhören werden, weil sie genau wissen, sie werden aufgrund der Wohlfühlstimme, der Vorwahlensysteme, der Demokratie-Pur-Talkshows werden sie ruckzuck abgewählt, wenn sie sich nur eine Sekunde statt mit den Wählern zu beschäftigen, sich mit den Konzernen beschäftigen. Damit erstens mal, die Politiker hören den Konzernen durch unsere Reformen gar nicht mehr zu. Und dadurch hat dann der Mittelstand das gleiche Gewicht wie die Großkonzerne. Das Übergewicht der Großkonzerne ist also weg. Ja? Und damit ist Chancengleichheit für den Mittelstand hergestellt. Und der zweite Punkt ist die Verdienstzuschüsse. Da wir ja die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten verwenden, sodass jeder Konzern nur noch dann große Verdienstzuschüsse bekommt, wenn das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit der Kunden, der Mitarbeiter und der Anwohner bestmöglich gesteigert wurde. Dann passiert Folgendes, dass die Konzerne sofort aufhören, mit der Politik zu sprechen, weil die haben genug zu tun, gute Wohlfühlstimmen, gute Gesundheitsdaten und gute Langlebigkeitsdaten bei den Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern zu erzeugen. Und die haben gar keine Zeit mehr und kein Geld mehr dafür, irgendwelche Lobbyisten loszuschicken. Vor allem würden die Lobbyisten ja, Lobbyisten kann man definieren, dass sie ja quasi politische Entscheidungen durchsetzen, die dem Konzern nutzen, aber den
WLAN schaden. Da ich aber, wenn ich den WLAN schade, auch meinen Kunden und meinen Anwohnern und meinen Mitarbeitern schade, gehen meine Verdienstzuschüsse zurück. Also wenn ich dann für 10 Millionen Lobbyismus bezahle, verliere ich 15 Millionen an Verdienstzuschüssen und habe ein Minusgeschäft von 5 Millionen gemacht. Also die Konzerne werden nicht mehr mit der Politik reden wollen, weil sie gar nicht mehr dafür Zeit haben. Das bringt ihnen nämlich nichts. Und sie werden sofort alle Lobbyistenverträge kündigen und sie werden auch nie wieder Parteispenden tätigen, weil ja Parteispenden nutzlos sind, weil die Politiker sich gar nicht danach richten können, nach den ganzen Parteispenden und den Aufträgen hinterher, weil die Politiker genau wissen, wenn sie nur eine Sekunde sich nicht mit den Wählern unterhalten, dann kriegen sie kriegen sie ganz schlechte Chancen, weil ja jeder im Lande weiß, die CDU regiert zum Beispiel, was weiß ich, 8 Bundesländer, und wenn dort die Wohlfühlstimmen runtergehen, weil man immer noch mit der Wirtschaft spricht, mit den Konzernen spricht, dann wird man von niemandem mehr gewählt, weil das ja jeder Wähler dann ganz offen sieht, wie sich die Wohlfühlstimmen entwickeln. Und da Ja, Sekunde, ich bin gleich. Ja, ich. Warum ist der Computer abgestürzt? Dann mache ich Folgendes. Ich mache Folgendes. Ich erzeuge jetzt die Situation, die Notsituation. Ich sage nur gerade der Frau Mesli noch zu Ende, gell? Frau Mesli, die Sachlage ist also so, dass in dem Moment dieser Vorsprung, den die Großkonzerne hatten, weg ist. Und dann haben wir Chancengleichheit auch für die mittelständischen Unternehmen. Und dann sehe ich da kein Problem mehr. Denn dann haben alle gleiche und faire Chancen. Ja? So, ich richte gerade mal die Situation so ein, dass es jetzt passt. Dankeschön. Während ich die Technik einrichte, ich mache mal meine Kamera kurz aus, können Sie aber schon ruhig die zweite Frage stellen. Ja, also die zweite Frage, die ich aufbekommen habe von Herrn Lappessen, wie können wir es schaffen, endlich die C-Krise zu beenden und zurück zu einer neuen Normalität kehren? Also dieses Projekt oder dieses Konzept von den Next Scientists for Future hört sich alles ganz wunderbar an, aber wie können wir das konkret schaffen? So, hört man mich jetzt wieder? Haben Sie jetzt die letzten Sekunden, Herr Eckenberger, haben Sie die letzten Sekunden gut mithören können? Frau Mesli, sagen Sie noch mal einen Testsatz kurz. Ja, haben Sie meine Frage verstanden? Dann mache ich das noch ein bisschen lauter. Frau Mesli, bitte noch einmal. Haben Sie meine Frage verstanden? Wiederholen Sie vielleicht noch einmal die Frage. Herr Eckenberger, haben Sie sie jetzt gehört, die Frau Mesli? Ja, dann jetzt noch mal die Frage wiederholen. Also, die Partei Wir 2020 möchte wissen, wie können Sekunde, wir. Sekunde, da ist, glaube ich, was abgestürzt. Herr Eckenberger, sind Sie noch da? Ach nee, da war nur ein Störton. Da hat jemand versucht anzurufen bei uns, aber das geht jetzt nicht. Der muss über die Telefonkonferenz kommen. Ja, Frau Mesli, nochmal Ihre Frage. Wie können wir aktuell konkret die C-Krise beenden und wie können wir dann zu einer neuen Normalität kommen? Das ist, glaube ich, das, was momentan alle Menschen am meisten bewegt.
Herr Eckenberger, haben Sie das gut verstanden? Ja, dann jetzt meine Antwort. Da kriegen Sie aber wieder ein Bild dazu. Ja, jetzt spontan würde ich antworten, gar nicht. Wir haben keine Chance. Da läuft im Moment eine Maschinerie aus Impf- und Pharma- und Test- und Maskenindustrie und aus all denen, die daran gewinnen, die ganzen Online-Händler wie Amazon, die jetzt Riesengewinne machen und Microsoft, das Riesengewinne macht. Zum Beispiel, ich bin ja hier auch bei Google. Google macht gerade Riesengewinne mit Google Meet, ja, also mit diesen Online, das ist gute Technik, aber das sind die Gewinnler sozusagen des Ganzen. Und die alle werden sich nicht in die Suppe spucken lassen, durch nichts. Das Einzige, was wir erreichen können, und das ist das, was ich dem, Ihrem Parteikollegen sagen muss, die einzige Chance ist eine neue große Volkspartei. Und da hinken die Parteien drastisch hinten dran. Ja, also sowohl die Basis als auch Wir 2020 EU, von wir2020.de hört man in letzter Zeit gar nichts mehr. Und von die Fragpartei ist ja noch gar nicht richtig da, ne? Die ist ja nur im Orga-Team-Status bis jetzt. Und ohne, dass wir jetzt am 14. März 5% erzielen, und dafür müsste schon die ganze Zeit ein fulminanter Wahlkampf laufen, da müsste die ganze Zeit schon etwas laufen. Ganz groß, im ganz großen Stile und ist nicht. Wo ist Ihr Parteikollege jetzt bei dieser Talkshow hier? Wo ist Herr Bodo Schiffmann bei dieser Talkshow hier und so weiter? Wo sind die ganzen Promis, wie die ganzen berühmten Namen bei der Basis? Wo sind die in dieser Talkshow hier? Ja, ohne dass die alle auftreten und über Partei sprechen und über Zukunft Deutschlands sprechen, kann doch der Wähler die solche Parteien gar nicht wählen. Warum soll der so eine Partei wählen? Ja? Nur die Prozentsätze derer, die quasi eine Partei wählen würden, nur für sozusagen nur wegen der Corona-Maßnahmen, das sind keine. Da erreicht man keine 5%. Michael Ballweg hat dafür gerade mal 2,6% gekriegt in Stuttgart. Ja, das ist auch Baden-Württemberg. Also das heißt, sie kriegen 2,6% kriegt man dafür für das Thema Beendigung der Corona-Maßnahmen. Aber wo kriegt man die anderen 2,6% her, die man braucht, um 5,0% zu erreichen, die 2,4%, die man ja braucht? Und die geht eben nur über Reformkompetenz. Und das geht nur darüber, dass man zum Beispiel wirklich kompetente Wahlprogramme anbietet. Und das Wahlprogramm, das bis die Wahlprogramme, die bis jetzt angeboten sind, sind eher, lesen sich eher wie Wahlprogramme oder Propagandakonzepte von NGOs, also von Nichtregierungsorganisationen oder von Sozialspartlern. Und sie lesen sich wie, also ja, letztendlich, als ob es darum ginge, der Wähler ist relativ unwichtig, es werden ein paar Ideale genannt, gute Ideale, ja, aber der Wähler unterscheidet genau zwischen Worthülsen, hallo, wieder zurück, ja, zwischen Worthülsen und die Wähler erkennen, was Worthülsen sind und leere Worte und fromme Absichten, aber ohne reale Konkretisierungsidee ist das völlig wertlos, weil wenn die reale Konkretisierung nicht genannt wird, was nützen dann Ideale? Zum Beispiel, was will ich? Ich will ein besseres Bildungssystem haben. Wenn ich aber nicht klar sage, wie die Next Scientists for Future, dass wir Leistungsranglisten für Lehrer einführen müssen, damit die Lehrer auch ein Interesse an der vollständigen Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder haben, ja? Wenn ich das nicht dazu sage, warum soll ich das als Wähler wählen, wenn ich nicht erkennen kann, was eine Partei wirklich konkret ändern will, ja? Und das ist der Punkt. Und mindestens muss in einem solchen, ich habe es ja vorhin gesagt, einem zukünftigen Volksentscheid als Wahlprogramm mit drei oder fünf Wahlalternativen müssen solche konkreten Reformen sein.
Und meine schlimmste Befürchtung ist, dass wir beim 14. März, dass eine Partei, wir 2020 EU und die Basis, vielleicht jede 4,9% bekommen und dann beide Geschichte sind. Und dann haben wir alle verloren und dann geht das auch mit den Maßnahmen immer so weiter, denn dann in 2 Jahren kommt dann die Elefantengrippe und dann kommt in 3 Jahren, 5 Jahren die Giraffengrippe. Und denn dieses Geschäftsmodell ist das zentrale Geschäftsmodell der Pharma- und Impfindustrie und das werden die sich nicht so einfach nehmen lassen, außer durch eine neue große Volkspartei. Ja, also das heißt, ohne eine neue große Volkspartei kommt da nichts. Und alle tun jetzt bis jetzt das Richtige und Frau Mesli, Sie machen das einzig Richtige. Sie sind da, Sie stellen Fragen und sind da, aber wo sind die Ihre Parteifreunde? Niemand da, ja, und so weiter. Ja, da ist der Punkt. Wenn ich nichts tue, kommt auch nichts. Ja, die Altparteien von ihrem Posten teilweise zu verdrängen, ist eine Riesenaufgabe, ne? Ja. Ja, Herr Dülen, das kann ich aber auch nicht alleine stemmen. Das ist ja wohl klar. Was ich so von der Nein, das, was Immunologie Sie zu tun, dem also Thema, bitte? was Sie tun, ist ja völlig ausreichend. Sie sind da und stellen gute Fragen. Und mehr ist es ja nicht zu tun, oder? Aber natürlich müssen das 100 Leute tun und nicht nur Sie alleine, ja? Von Ja. daher ist es ja schon mal toll, dass Sie das machen. Zum Thema wir2020.eu und .de. Von Punkt.de werden Sie nie wieder was hören. Ich habe das gehört. Das war so. Am Anfang hatten Sie an einem privaten Server die Webseite aufgesetzt von der Partei, von der neuen Partei. Der Herr, der hat sich dann verabschiedet und hat aber die Domain nicht mehr hergegeben. Deswegen wurde dann die EU-Domain dazugenommen und deswegen werden Sie nie wieder was von wir2020.de hören, das ist nur noch EU. Okay? Ja, wobei die letztens vor ein paar Wochen hat sich da noch jemand gemeldet von DE, dass die noch daran sind, noch eine Versöhnung mit EU versuchen herzustellen. Aber das ist auch unwichtig. Ja. Entscheidend ist, dass ja auch von da aus nicht genug gekommen ist. Da hatten wir sehr viele Talkshows, wo die Leute, also so wie sie jetzt für Wir 2020 EU, also Fragen stellen. Waren die dort von wir2020.de und haben uns 5, 6 Talkshows ausgequetscht, nach allen Stichpunkten und waren sehr angetan von den Reformen der Next Scientist for Future, aber seitdem hat man auch nie wieder was davon gehört. Ja? Also Ich wahrscheinlich ist kenne das diese Leute Geschichte. nicht, die da teilgenommen haben. Sie wissen es, ich bin erst seit, was weiß ich, letztes Jahr Oktober ungefähr dabei. Ja. Und Ja, also von daher im Moment, immer ich habe. ich frage von der Partei, der weiß nichts davon. Ja. Ich weiß eben auch nichts mehr, weil die letzte Nachricht von wir2020.de ist jetzt auch schon wieder Wochen her. Also ich gehe mal davon aus, da kommt nichts mehr. Ne? Da kommt nichts mehr. Ja, Ihre nächste Frage. Herr Eckenberger ist mal wieder rausgefallen, ist auch noch nicht in der Telefonkonferenz wieder drin, aber stellen Sie einfach Ihre nächste Frage. Heute alles nach Herzenslust. Okay, also, was mir immer so sauer aufstößt, das ist dieses schreckliche Finanzwesen. Es gibt ja momentan zahlreiche Initiativen oder ich weiß konkret von zweien. Sollte nicht der Euro gleich ganz weg? Und ja, es steht ja in den Startlöchern das Gradido-System. Und wie steht da Next Scientist for Future dazu? Also ich bin der Meinung, das Finanzwesen muss unbedingt reformiert werden, und zwar komplett. Ja, übrigens, der Herr Eckenberger hört nach wie vor zu, gell? Sie hören mich? Ja, der hört zu über die Telefonschaltung, ne? Und der Herr Wagner hat garantiert versucht anzurufen, aber da er leider nicht über die Telefonkonferenz sich einwählt, sondern es über die normale Telefonnummer versucht hat, scheitert er natürlich, weil ich bin ja jetzt besetzt mit der Telefonkonferenz. Ja? Also, aber meine Antwort, es ist folgendermaßen. Gradido hatten wir in einer Talkshow zu Gast bei uns. Ja? Haben wir uns viel Zeit genommen für. Und da ist aber ganz klar, das handelt sich um ein vorteilbringendes Irrtumskonzept.
Es handelt sich um ein vorteilbringendes Irrtumskonzept, das so funktioniert. Gradido läuft eigentlich auf eine Enteignung sogar der kleinen und mittleren Sparer hinaus, weil sie quasi bedeutet, das ist Gradido ist ja in Wirklichkeit ein Schwundgeld. Ne? Das Geld wird weniger. Wenn Sie 200.000 auf dem Konto haben, weil Sie Ihr ganzes Leben hart gearbeitet haben in der chemischen Industrie und so weiter, ja? Und hart gearbeitet haben und Sie haben gerade mal 200.000 Euro auf dem Konto. Dann passiert Folgendes, dann haben Sie nach einem Jahr nur noch 100.000 und dann nach dem nächsten Jahr nur noch 50.000 auf dem Konto. Also alle, die was haben, werden im Prinzip enteignet und dieses Geld geht an die, die nichts hatten. Im Prinzip, ja? Also die auch nie gearbeitet haben, an die Arbeitslosen, an die Hartz-IV-Empfänger oder was auch immer, auf jeden Fall, die haben mehr Geld und die anderen verlieren all ihr Geld. Jetzt haben sie natürlich noch die Erlaubnis bei Gradido und dürfen sozusagen noch ihr Geld verleihen. Aber jetzt passen Sie auf, was passiert, wenn Sie 200.000 Euro, nehmen wir mal an, Sie verleihen 100.000 davon. Das Problem ist, was ist, wenn derjenige nicht zurückzahlt? Dann haben Sie 100.000 Euro einfach mal so eben verloren, weil es gibt keine Möglichkeit, wenn der nicht Erfolg hat mit seinem Unternehmen, sondern das Geld nicht zurückzahlt, dann sind Sie bei Gradido definitiv diese 100.000 Euro los. Und das Verleihen wäre ja die einzige Möglichkeit gewesen, dem Wertverlust ein Kontra zu geben. Ja, nehmen wir mal an, Sie verleihen alle 200.000 Euro, damit Sie den Wertverlust nicht haben, damit Sie nämlich die 200.000 Euro wieder vollständig zurückbekommen. Aber derjenige kann nicht zahlen, dann haben Sie gleich alle 200.000 verloren. Verleihen Sie das Geld nicht, verlieren Sie aber pro Jahr 100.000 Euro und im nächsten Jahr 50.000 Euro, im nächsten Jahr wieder 25.000 Euro und dann sind Sie nach ein paar Jahren sind Sie auch bei null. Und das, glaube ich, wählen die Leute nicht. Das merken die Leute, das ist ein vorteilbringender Irrtum für. Und am Ende ist es eigentlich ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten. Denn zu was führt so etwas? Alle Leute, die ein bisschen Geld auf der Kante haben, werden fluchtartig Deutschland verlassen, so wie damals die Leute kurz bevor die Mauer gebaut wurde, sofort aus der Ex-DDR geflohen sind und alles mitgenommen haben nach Möglichkeit, solange es noch möglich war, ja? Weil die Leute genau wissen, und was passiert dann in der Folge? In der Folge wird das ganze Land verarmen, wie die DDR. Und diese Gesamtverarmung führt dann dazu, dass es mehr Sozialfälle gibt, weil es gibt dann Massen an Arbeitslosen, weil es gibt dann praktisch niemanden mehr im Lande, der kompetent Arbeitsplätze schaffen könnte, der Innovationen entwickeln kann und neue Arbeitsplätze schaffen kann. Und dann haben die Sozialfälle ganz viele Fälle. Irgendwann kann zwar auch niemand mehr die Sozialberufler bezahlen, aber das ist so kalkuliert, man wird in der Evolution nicht kalkuliert. Also die Sozialspartler und die Medizinspartler und die Impfspartler machen erstmal so lange Geld auf Kosten der Bevölkerung, wie es geht. Und erst wenn es dann an ein Ende kommt, kommt es halt an ein Ende. Aber damit kalkuliert ja niemand, aber im Prinzip ist es das Ganze ein vorteilbringender Irrtum für Sozialspartler. Weil es einerseits die Leute verwöhnt, nämlich die, die nie gearbeitet haben, kriegen ja sehr viel Geld, nämlich ihr Geld, Frau Miesli, also ihr Geld verschwindet und die kriegen das. Das verwöhnt die einmal, führt dazu, dass die dann auch gar keine Motivation haben, arbeiten zu gehen, denn die kriegen das Geld ja sowieso. Wobei bei Gradido so ein Konzept eingebaut ist, wie dass die schon aktiv ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber es ist eher ein aktives Einkommen, aber das löst das Problem, das grundsätzliche Problem, die grundsätzlichen Probleme leider nicht auf. In der Summe läuft das auf einen Zustand DDR hinaus. Deswegen wird Gradido auch, wenn Sie mal googeln danach nach Kritik an Gradido, wird also vehement verrissen als völlig unbrauchbares volkswirtschaftliches Konzept. Völlig nutzlos und konzeptlos, also weil es eben ein Verelendungsprogramm für Deutschland darstellt. Ja?
Und die meisten Wähler werden das niemals wählen, weil solange ungefähr, sagen wir mal, 40% der Bevölkerung noch mal 50.000, 100.000 Euro auf dem Konto haben, die sie gerne als Alterssicherung behalten möchten, wird da das niemand wählen. Ja, weil das ja bedeutet, dass man alles, was man auf dem Konto hat, das wird man verlieren. So sicher wie das Amen in der Kirche. Ja. So, und dann das Finanzwesen generell ist so ähnlich. Das ist ein Scheinproblem. Wir haben Probleme mit Konzernen, die unser Leben zerstören. Also wir haben Probleme, dass die Konzerne Geschäfte machen und Politik machen auf Kosten der Wählerinnen. Da wir das ja aber durch unsere Reformen stoppen, gibt es dann keine Probleme mehr. Und wenn dann noch Probleme im Finanzwesen übrig bleiben, werden wir die dann beheben. Aber das Grundproblem sind eben nicht die Finanzprobleme, sondern das Grundproblem ist, dass die Impfindustrie, die Konzerne mit uns Schlitten fahren, mit uns Wählerinnen. Ja? Das heißt, dass die Geschäfte machen auf unsere Kosten und auf unserem Rücken sozusagen Geschäfte machen. Und das ist das eigentliche Problem. Und wenn dann tatsächlich trotz unserer Reform immer noch Restprobleme im Finanzproblembereich übrig sind, dann lösen wir diese Probleme. Aber das müssen wir dann erst mal sehen, ob da überhaupt noch was übrig bleibt, wenn die Konzerne sowieso menschenfreundlich geworden sind durch unsere Reform. Ne? Ob dann überhaupt noch Probleme im Finanzwesen übrig bleiben. Ne? Und den Euro deswegen unbedingt jetzt wegzumachen, das würde uns nichts bringen. Wir können den lassen, wir können die D-Mark einführen, ist mir alles egal. Mir wäre alles recht. Aber das wird kein Problem lösen, weil es ändert nichts an den Interessenslagen, den jetzigen Interessenslagen der Impfindustrie, der Pharmaindustrie, der Amazon-Industrien und so weiter. Also die Interessenslagen ändern sich ja so nicht, sondern nur durch unsere Reformen ändern die sich. Und wie gesagt, falls dann noch Finanzprobleme übrig bleiben, dann lösen wir die auch noch. Aber ich sehe im Moment keine. Ja? Alles klar. Ja, Herr Eckenberger, falls Sie eine Frage stellen wollen, ich kann Sie in die Sendung, Ihre Frage in die Sendung übertragen. Einiges nicht mitbekommen durch die technischen Probleme und im Moment habe ich nicht eine Frage präsent, aber danke. Ja, melden Sie sich jederzeit, wenn Sie eine haben. Aber Sie können jetzt folgen, ja? Ja, Frau Mesli, weiter. Bohren Sie ruhig nach, wenn Sie was nicht überzeugt, ja? Bohren Sie nach. Also, die Pflegeberufe sind ja seit Jahrzehnten chronisch unterbezahlt. Und ungefähr 75% der Frauen üben diese Berufe aus. Ich habe ja die Unterlagen über die Matriarchatspolitik gelesen. Da sind mir einige Augen aufgegangen. Und was kann man dafür tun, dass die Pflegeberufe attraktiver werden, auch für Männer? Ganz generell haben wir in den Pflegeberufen eine ganz fatale Situation. Gerade war wieder ein Krimi im Fernsehen gewesen gestern, wo es darum ging, dass ein Pflegebetrieb Patienten also ermordet hat, einerseits dazu überredet hat, mitzuspielen bei der Vortäuschung einer höheren Pflegestufe. Ja? Da haben die dann Gelder abgekriegt, also Betrug im Pflegebereich und so weiter. Das sind die eigentlichen Großprobleme des Pflegebereiches. Und die lösen wir ja damit, dass wir, Sie erinnern sich, wir sprechen ja von sogenannten Hausarzt-Ersatzpraxis-Gesundheitskommunen. Sie haben ja mitgekriegt, dass wir wollen, dass sogar Sie als Ernährungsberaterin, wenn Sie sich das zutrauen, auch eine Hausarztersatzpraxis aufmachen dürfen und das von der Krankenkasse vergütet bekommen. Allerdings natürlich abhängig davon, wie viele Leute Sie als Praxis wählen. Ja? Das ist, heißt, wir haben also da eine sogenannte eingebaute Scharlatanbremse oder wie sagt man, ja doch, eine Scharlatanbremse eingebaut. Das heißt, ein Wunderheiler, der kann extrem gut sein,
Und wenn er extrem gut ist, wird er in den Ranglistenpositionen relativ weit oben landen und dann wird er eher noch mehr Kunden bekommen und wird viel Geld von der Krankenkasse bekommen. Ist aber ein Wunderheiler in Wirklichkeit eher ein Scharlatan, weil er nichts kann, außer die Leute abzocken, dann wird er natürlich von den Wirkungsgraden sehr schlechte Ergebnisse haben, wird in den Ranglisten hinten stehen und die Kunden werden von ihm abwandern und sich andere Hausarztersatz- oder Hausarztteams suchen. Ja? Zu denen sie wandern werden, ja? Und das ist entscheidend. Warum? Weil wenn man zum Beispiel fordert, dass es diese Scharlatanbremse nicht geben soll, dann ist das ein vorteilbringender Irrtum wiederum der Gesundheitssportler, weil die wollen natürlich im Idealfall, am liebsten möchten die natürlich ein sogenanntes leistungsloses Einkommen beziehen. Also das heißt, am liebsten wäre es den, Sekunde, ich muss kurz unterbrechen. Da ist das Mikro. Herr Eckenberger, hören Sie jetzt wieder gut? Sekunde. Das Mikro, das, der Laut, das hier war verrutscht hier. Moment. Ja. So, jetzt müssten Sie wieder passabel hören können. Also. Das heißt, es gibt ja auch den Wunsch, zum Beispiel bei manchen Parteien, dass man einfach das Gesundheitswesen öffnen soll für alle, Krankenkassenzugang für alle, aber ohne diese Scharlatanbremse. Und das wird die Bevölkerung nie mitmachen. Ja, denn jetzt schon stellt man sich ja die Frage, ist denn mancher Heilpraktiker überhaupt in der Lage, wirklich verantwortungsvoll helfen zu können? Ja, also es muss schon eine Leistungsmessung darin rein, also dieses Ranglistensystem, sodass dann wirklich die Leute die Möglichkeit haben zu wählen und zu sagen, ich will zu dem Besten in meinem Viertel in der Rangliste. Ja, zum Beispiel, wenn, stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt in München und hätten Ihre Praxis in München, dann wären dann eben, wären Sie in der, hätten Sie vielleicht die Ranglistenposition 8 in München, ja, und dann gucken die Leute in ihrer Umkreissuche in ihrem Viertel, ah ja, da ist die Frau Mesli mit Position 8, die wähle ich mir jetzt als zukünftige Hausarztersatzpraxis sozusagen. Und da, wenn dann jemand die Ranglistenposition 500 in München hat, dann werden die Leute da wahrscheinlich eher abwandern, ne? Und das wird ja geguckt, was haben die für Ergebnisse? Ja, und die Pflegeberufe, kriegen den gleichen Status. Der Pflegeheimleiter kriegt den Status einer Hausarztersatzpraxis und wird identisch behandelt. Das heißt, also er ist ja zwar selbst gar kein Arzt, aber er beschäftigt dann auch Ärzte oder beschäftigt Personal und so weiter. Und so wie der Hausarzt sein Team beschäftigt, beschäftigt der sein Pflegeteam. Ja? Und dann kriegt der natürlich am meisten Verdienstzuschüsse, je gesünder sich die Versicherten entwickeln, je besser die Wohlfühlstimmen der Alten werden. Und wenn die Alten dement sind, dann geben halt die Angehörigen die Wohlfühlstimmen für ihre Verwandten ab, sozusagen. Und nur wenn es zu erkennbaren Verbesserungen beim Wohlfühlen, beim Gesundheitszustand und der Langlebigkeitszustand gibt, kriegt der Teamleiter, der Pflegeheimleiter, größere Verdienstzuschüsse und kann dann auch größere Verdienstzuschüsse an seine Mitarbeiter austeilen. Und dann passiert Folgendes. Die Gehälter werden insgesamt dadurch steigen, dass wir durch die ganzen Reformen der Next Scientists for Future ja ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden jährlich anvisieren. Kriegen. Und das bedeutet für jeden pro Jahr 8.000 Euro netto steuerfrei mehr. Also im Monat würde dann eine Pflegekraft einfach circa 700 Euro pro Monat netto steuerfrei ein höheres Gesamtgehalt beziehen. Das ist das Ergebnis. Aber Sie merken, unser Geld kommt nicht daher, dass wir sagen, wir bezahlen jetzt von jetzt auf gleich sofort einfach Pflegekräften mehr, sondern wir erzeugen mehr Gesundheit in der Bevölkerung, wir sparen riesige Kosten ein, wir stoppen die vorteilbringenden Irrtümer der Bürokratien und Behörden und so weiter, erzeugen Vollbeschäftigung, beenden. Was meinen Sie, was die Leute, die Pflegekräfte alles verlieren, weil sie quasi lauter Arbeitslose bezahlen müssen von ihrem Geld?
Ja, und wenn es keine Arbeitslosen mehr gibt durch unsere Reform, dann können wir auch dann können nämlich die Beiträge in die Arbeitslosigkeitsversicherung nahe Null gehen, ja? Die können gesenkt werden, ganz drastisch. Und dadurch in der Summe haben die Leute dann 700 Euro pro Monat mehr. Aber das haben wir dann solide erwirtschaftet und nicht einfach versprochen aus dem Nichts heraus. Ja? Und wenn Sie es versprechen, dass Sie es den Reichen vorher wegnehmen, dann ist die Frage, ob die Reichen dann morgen noch im Lande sind oder wie bei der DDR geflüchtet sind und sie dann gar kein Geld mehr kriegen. Und dann kriegen die Pflegekräfte nämlich nur noch halb so viel wie vorher und kriegen plötzlich so viel wie die Pflegekräfte in Rumänien. Ne? Und das wollen wir doch nicht. Ja? Also, so wie ich das bisher verstanden habe, werden die Arbeitsvermittlungsbeschäftigten, also Arbeitsamt und so, werden mehr verdienen, wenn sie die Leute tatsächlich in Arbeit vermitteln können, als so wie es jetzt ist. Aber haben Sie schon ausgetüftelt, was es dann alles für Berufe geben würde, für die man bezahlt würde? Also also ich habe das System, glaube ich, verstanden, aber könnten Sie es noch detaillierter ausmalen, was dann quasi die Menschen, die jetzt arbeitslos sind, welche Berufe die dann zu welchem Lohn bekleiden würden? Ja, all das, was der Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Volkswirtschaftler, sagen würde, alles das, was der Markt hergibt. Weil die Arbeitsamtmitarbeiter haben ja natürlich ein Interesse, einen Arbeitslosen natürlich in einen Job zu bringen, der möglichst hoch bezahlt wird, weil sie ja dann promillemäßig einen entsprechend höheren Monatsbeitrag von dessen Steuern- und Abgabenleistung erhalten. Als ihr Honorar. Wobei wir natürlich beim Arbeitsamt Mitarbeitern wie die Schießhunde aufpassen müssen, das ist unser Job als Weltrat, ja, dass wir natürlich gucken müssen, wie die Gesamtzahl der Arbeitslosen im Viertel ist. Nicht, dass die Arbeitsamt Mitarbeiter plötzlich anfangen, dafür zu sorgen, dass bestimmte Firmen pleite gehen, viele Leute arbeitslos werden, sie die Leute dann in Arbeit unterbringen können und sie dann wieder Verdienstzuschüsse kriegen. Das darf nicht sein. Also es muss sozusagen geguckt werden, wenn also die Arbeitslosigkeit in Ihrem Bezirk hochgeht, dann dürfen Sie davon nicht direkt profitieren können. Da muss man also genau gucken, wie man die Mechanismen schaltet, also so dass also nicht ein Arbeitsamtmitarbeiter eventuell darauf hinwirkt, dass Leute arbeitslos werden, nur damit sie sie unterbringen können, sondern man muss gucken, ja, die Leute unterbringen, die da sind und die schon lange da waren und nicht Leute, die man künstlich erst vielleicht arbeitslos gemacht hat, damit man sich eine Prämie verdienen kann. Also Sie merken, das kommt auf sehr viele technische Details drauf an, aber das ist genau der Job, den die Next Scientists for Future, für die Sie 52 Jahre Erfahrung haben, genau das im Griff zu behalten, sodass es eine Lösung gibt. Natürlich bestraft man, würde man auch solche Arbeitsamtmitarbeiter, die tatsächlich auf Arbeitslosigkeit hinwirken würden in anderen Teilen des Bezirkes, die würde man natürlich auch 15 Jahre ins Gefängnis strecken. Ja, es ist klar. Ja. Dass es, wenn es jetzt so eine barmherzige Gesellschaft wäre, sage ich mal, dann gäbe es tausend sinnvolle Tätigkeiten, für die die Leute auch entlohnt werden würden, weil sie eben gesellschaftlich Wert bringen. Sie haben jetzt vorhin gesagt, alles, was der Markt hergibt, würden Sie da irgendwie Anreize schaffen, dass quasi jenseits vom jetzigen Marktbedürfnis einfach gesellschaftlich wertvolle Tätigkeiten, die bisher nicht also in Arbeits Kraft und sowas gemessen wurden, dass sich da was ändert? Ja, unser ganzes System schafft ja neue Anreize. Frau Mesliger, wenn Sie sich nochmal auf Frau Mesli sich daran erinnern, wenn wir den Supermarktleitern, den Kioskleitern und den Restaurantleitern ja den neuen Anreiz geben, dass sie nur noch Verdienstzuschüsse kriegen, wenn deren Kunden sich gesünder entwickeln als vorher, dann werden ja die Supermarktleiter mit ihren großen Konzernen, Rewe, Aldi, Alnatura, Lidl und Co., werden natürlich einen Riesendruck auf die Landwirtschaft ausüben, dass dort Leute eingestellt werden, die Bodenentgiftungs- und Bodenheilungsarbeiten durchführen und schon entstehen ganz neue Jobs.
nämlich in der Bodenreparatur, denn wir brauchen ja ungiftige Böden, um gesunde Nahrung zu haben. Außerdem müssen wir dann gucken, wie wir das machen mit Permakultur. Wir müssen ja sofort aufhören mit monokulturellem Anbau, weil der wohl in jeder Hinsicht schädlich für uns ist und so weiter. Aber Sie merken, durch unsere Reformen entstehen ja überall neue Jobs auch. Ja? Und wie gesagt, entscheidend ist, die Leute kriegen ja ihr sogenanntes, Professor Hans-Werner Sinn nennt das ja Mindesteinkommen, also das, was an Hartz IV oder an eventuellem entsprechenden bedingungslosen Grundeinkommen da wäre, das kriegen ja die Leute als Mindesteinkommen garantiert. Und wenn sie dann zum Beispiel arbeiten und wenn sie nur 3 Euro die Stunde kriegen, die kriegen sie aber obendrauf. Ja? Die würden sie also bis zu eine gewisse Höhe erreicht, das kriegt man alles, was man dazu verdient, netto steuerfrei obendrauf, damit man den Anreiz hat, neben dem Mindesteinkommen wirklich auch noch zu arbeiten. Ja? Und von daher sehe ich kein Problem, wir werden Vollbeschäftigung kriegen. Denn dass wir keine Vollbeschäftigung haben, liegt daran, dass die Sozialspartler mit ihren vorteilbringenden Irrtümern die Gesellschaft manipuliert haben und die Gesellschaft dahin manipuliert haben, dass sie es für völlig okay findet, dass wir 3 Millionen Dauerarbeitslose haben. Das ist aber nur okay für die Sozialspartler, weil die riesige Karriere machen können in der Verwaltung dieser 3 Millionen. Aber für uns kostet das nur Geld. Frau Mesli, Sie zahlen regelmäßig dafür, dass es diese 3 Millionen Arbeitslosen gibt. Und das wollen wir doch nicht mehr. Wir wollen doch Vollbeschäftigung. Ja, das wollen wir. Also ich zahle nichts mehr, weil ich ja meinen Job verloren habe und ich war dann auch 15 Monate arbeitslos. Und das Beste war ja, der erste Berater in der Arbeitsagentur, der hat mir ständig das Gefühl vermittelt, als sei ich eine Sozialschmarotzerin. Und das, nachdem ich 36 Jahre lang gearbeitet und auch in die Sozialsysteme eingezahlt hatte. Danach bekam ich eine Dame, die war dann schon besser drauf. Die hat sich mehr Zeit für mich genommen. Aber ich habe dann in den 3 Jahren, nachdem ich arbeitslos wurde, habe ich ungefähr 80 Bewerbungen weggeschickt und habe trotzdem keine Arbeit bekommen. Ja, und das ist ja gut. Da war ich jetzt 53 Jahre alt. Mittlerweile bin ich 58 und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das sage ich wirklich so. Das ist so. Ja, und das ist auch so. Warum haben Sie keinen Job mit 53 mehr gekriegt? Weil eben die Gewerkschaften mit den Tariflöhnen und die Mindestlöhne ein so hohes Level setzen. Ja? Also sozusagen, da ist ja so, dass der Arbeitgeber, der Ihnen einen Job gibt, der muss ja ganz sicher wissen, dass Sie mit 53 noch diese hohe Leistung, die viele 20-Jährige nicht bringen können, noch bringen können. Und da er sich da absolut nicht sicher ist, gibt er dann jemanden mit 53 erstmal gar keine Chance mehr. Würde aber Mindestlohn und Tariflöhne weg sein und er könnte mit ihnen verhandeln, er könnte sie einladen zum Bewerbungsgespräch und könnte sehen, wie fit fühlen sie sich selber noch, wie fit schätzt er sie ein. Dann macht man noch vielleicht eine kleine Probezeit und dann fängt man mit einem etwas kleineren Stundensatz an und dann fährt man diesen Stundensatz entsprechend hoch, weil der Arbeitgeber dann sieht, sie können dann nämlich auch sagen, ja, jetzt haben sie doch, sehen sie doch, was ich bringe und ich bringe gute Arbeit und ich sehe das verglichen mit den Kollegen, bringe ich ungefähr so viel wie die Kollegen, die 12 Euro die Stunde kriegen, also hätte ich jetzt gern auch erstmal 11 Euro die Stunde. Ja, und dann kann der zustimmen oder nicht zustimmen, aber der wird ihnen zustimmen, wenn er das genauso sieht, wird er ihnen die 11 Euro pro Stunde zahlen. Weil er das einfach sieht. Und wenn sie 15 Euro die Stunde wert sind, wird er ihnen mindestens schon mal 14 Euro die Stunde zahlen, bereit sein, bevor er sie verliert. Ja? Weil dann hat er wieder den Stress, sich jemanden Neuen suchen zu müssen. Ne? Und das ist auch für Arbeitgeber ein Stress. Also Sie merken, unser System hätte Ihnen da ganz andere Möglichkeiten gegeben. Aber durch Mindestlohn und Tariflöhne ist es so, schreiben Sie 80 Bewerbungen, aber die Arbeitgeber können es nicht riskieren, Ihnen von Anfang an einen Mindestlohn zahlen zu müssen, ohne zu wissen,
ob sie die Leistung noch bringen können, die sogar manche 20-Jährige nicht bringen. Ja, nämlich die Mindestlohnleistung. Und deswegen ist der Mindestlohn eine sogenannte pseudosoziale und pseudolinke Politik, weil er eher dazu führt, für die Sozialspartler die Armee der Arbeitslosen zu vergrößern, sodass die mehr Sozialfälle haben, die sie betreuen können und dann mehr Karriere machen. Und das ist das, erinnern Sie sich vorhin an das Bild mit dem Kuchen? Ja, darum geht es. Die Sozialspartler drängen sich in Wahlprogramme rein und möchten dort gerne beeinflussen. Und am Ende kommt raus, dass es mehr Sozialfälle gibt. Und wenn das die Wähler auch nur ansatzweise ahnen, wählen die natürlich so eine Partei nicht. Und unser Konzept läuft auf volkswirtschaftliches Einsparen und Gewinne erzielen hin. Und diese Gewinne können wir dann an die Bürger verteilen, an alle arbeitenden Menschen verteilen. Und jemand, der so viel gearbeitet hat wie Sie, der gehört ja letztendlich auch, egal ob er jetzt raus ist, Sie gehören ja zur arbeitenden Bevölkerung, weil Sie haben ja nun wirklich genug Jahrzehnte gearbeitet, ne? Und also insofern auch jeder Rentner gehört ja zur arbeitenden Bevölkerung, weil der hat ja nun wirklich genug gearbeitet, ne? Ja, das ist der Punkt dabei. Und ja, ich hoffe, dass es verständlich ist. Herr Eckenberger, Sie konnten auch gut hören, ja? Ja. Also, ich vermute jetzt, dass die Wohlfühlstimme entscheidet, welche ganz neuen Arbeitsfelder, also entlohnten Arbeitsfelder auf dem Arbeitsmarkt entstehen werden und was die quasi wert sein werden, den Politikern, die jetzt die durch die Reformen entstandenen Einsparungen verteilen. Es ist noch viel einfacher. Vielleicht kann ich schon direkt was dazu sagen, weil mir sofort was eingefallen ist. Stellen Sie sich mal vor, was meinen Sie? Die Tabakindustrie, die Zuckerindustrie und die Alkoholindustrie und die Rüstungsindustrie, die werden nach wie vor versuchen, auf dem Weltmarkt ihre Produkte loszuwerden. Ja, das ist auch okay so als Übergang, bis die anderen Staaten auch so weit sind. Aber in Deutschland werden sie das ja faktisch nicht mehr verkaufen können, weil ja die Gesundheitsdaten der Kunden so weit in den Keller gehen, dass sie keine Verdienstzuschüsse kriegen und deswegen für Deutschland eigentlich von der Pleite bedroht sind, von in Deutschland, ja? Und für den deutschen Markt. Was meinen Sie, was die sich bemühen werden, neue Arbeitsplätze zu schaffen, zum Beispiel im Bauen von Gewächshäusern, in denen gesunde Früchte und Gemüse in herrlichster tropischer Qualität wachsen und wo die Leute essen gehen können, in solchen Gewächshausrestaurants. Verstehen Sie, da kommen ja ganze Großkonzerne, die mit ihren krankmachenden Produkten in Deutschland nichts mehr werden können. Die werden ja total neue Sparten aufmachen, neue Produktbereiche aufmachen und werden dann sozusagen Massen an neuen Mitarbeitern beschäftigen können mit ihrem milliardenschweren Konzernvolumen, ja? Und da kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wie viele neue Millionen Arbeitsplätze da entstehen, ne? Möglichkeiten, also atemberaubend, also das ist mindblowing oder so. Ich frage mich nur, wie viel davon die Scientists jetzt schon vorstrukturiert vordenken konnten. Das würde mich alles wahnsinnig interessieren, in welchen Tagungseinheiten sie zu welchen vorläufigen Ideen gekommen sind und wie sich das weiterentwickelt hat und sowas. Das ist eigentlich alles schon seit 2 Jahren fertig. Also wir haben ja damals im August 18 haben ja die Professoren sich zusammentelefoniert, zufällig zeitgleich mit Greta Thunbergs ersten Streik am 20. August 2018. Und warum haben die sich zusammentelefoniert? Weil die Zeit reif war, weil alles fertig war. Und das, was jetzt neu dazugekommen ist, ist eigentlich nur noch, wie erkläre ich es den Unwissenden? Ja, also gerade was ich vorhin in der Begrüßung geschildert hatte, zum Beispiel das mit dem Kuchen und so weiter, ja, das sind ja alles nur Erklärungsmuster für die Leute, die gar nicht verstehen, den Ansatz der Next Scientist for Future bis jetzt gar nicht verstehen. Aber die Reformen sind eigentlich immer die gleichen, nämlich wir müssen starke positive Anreize setzen, wir müssen Gutes tun, ganz gezielt belohnen. Und dafür hätten wir jetzt die letzten Jahre und Monate gar nicht gebraucht, weil wir hatten diese Kompetenz schon vorher fertig. Es geht jetzt nur darum,
dass ich jetzt die ganze Zeit verzweifelt versuche, den Leuten, die nicht verstehen, um was es geht, das zu erklären. Und eigentlich sind wir nur im Erklären, werden wir immer besser. Aber die Lösung, zu wissen, wie wir zu reformieren haben, das wissen wir schon vorher. Weil wir wissen, wie Menschen sind und nämlich, dass Menschen eben Lebewesen sind, denen man klare, positive Anreize setzen muss, damit die Evolution nicht in Richtung dessen läuft, dass die vorteilbringenden Irrtümer dazu führen, dass sie auf Kosten der Gesellschaft Gewinne machen. Ja? Und das wussten wir schon seit, das wissen wir seit über 2 Jahren, ist das alles fertig. Ja? Und es ist, das Problem ist, dass wir jetzt versuchen müssen, wir 2020 EU und die Basis und die zukünftige Fraktpartei zu überzeugen, dass wir das können. Und dafür rede ich eigentlich die ganze Zeit. Denn wir könnten sofort morgen loslegen und wüssten genau, was wir zu tun hätten. Ja. Frau Mesli. Warum kann der Weltrat oder die Next Scientists for Future, warum können die keine Partei gründen? Das sagen sie immer, aber was ich jetzt bei uns, wir 2020 mitbekomme, bis die mal so weit sind, bis sich da die ganzen Landesverbände und Bezirksverbände und was weiß ich alles gegründet hat, das ist unglaublich, unfassbar, wie lange das dauert. Ich meine, ich weiß es ja vom Clemens. Eine Sekunde, Frau Mesli, eine Sekunde. Ja, hallo, ich höre dich, höre Sie sehr gut. Herr Wagner, Sie hätten gleich in die Telefonkonferenz kommen sollen, als etwas nicht geklappt hat. Der Herr Eckenberger ist auch schon in der Telefonkonferenz, denn der hatte auch Computerprobleme heute. Und ja, einfach dann noch mal kurz zu Wort melden. Ich höre jedenfalls was, ja? Alles klar. Ja, ja, Frau Mesli, Ihre Frage, war die schon soweit fertig oder wollten Sie noch was ergänzen? Jetzt bin ich rausgekommen. Ja, nee, ich antworte mal schon für den ersten Teil. Ja? Ja. Frau Mesli, ist ganz einfach. Der Professor Hans-Werner Sinn, der hat in einer großen Talkshow mit 300.000 Klicks ganz klar gesagt, auf Parteien, da hält er grundsätzlich immer großen Abstand. Warum? Er versteht sich als Experte für ganz Deutschland, für die ganze Welt. Und er als Spitzenwissenschaftler steht allen zur Verfügung. Wenn er jetzt mit einer Partei einmal assoziiert würde, dann ist er verbrannt. Dann gilt er immer so als der, ja, der war ja mal Mitglied der und der Partei. Und dann wird er als Experte nicht mehr für voll genommen, weil er nicht mehr die Neutralität hat. Ja? Genauso diese Dame mit der Matriarchatsforschung, die werden sie nie dazu kriegen, Mitglied einer Partei zu werden, weil die sich als Weltexpertin für das Matriarchale, für alle Anfragenden in aller Welt versteht, aber niemals sich auf eine Partei fixieren würde. Und die Professoren des Weltrates, das Erste, was in dem Weltrat festgelegt wurde, war die Überparteilichkeit, weil alle Professoren gesagt haben, niemals darf der Weltrat sich mit einer Partei, außer dass er sie berät und unterstützt und hilft, darf er niemals direkt als Parteimitglieder assoziiert werden. Wir haben einzelnen Mitgliedern wie dem Professor Wallach haben wir die Erlaubnis gegeben, ausnahmsweise auch Parteimitglied werden zu dürfen, was er jetzt bis jetzt, der hatte damals erwägt, in die Basis einzutreten, hat er noch nicht gemacht, meines Wissens. Und aber das wären dann absolute Einzelpersonen, die Ausnahmen wären, die eine Sondergenehmigung kriegen. Der Weltrat selber besteht eben daraus, dass jeder Professor bestanden hat darauf, aber wehe, der Weltrat hat irgendwas mit einer Partei direkt zu tun, dann bin ich sofort weg. Ja, und das ist, weil so ist das bei den besten Wissenschaftlern der Erde, ist das so. Die kriegen sie nie in eine Partei, die kriegen sie nur als Experten,
So wie die Wirtschaftsweisen ja auch nicht Mitglied der Partei sind, sondern die sind nur Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung zur wirtschaftlichen Gesamtlage als Wirtschaftsweise, aber die würden nie Mitglied einer Partei werden, weil dann sind sie verbrannt, dann gelten sie als CDU oder SPD oder als Grüne, und das will kein echter Wissenschaftler. Ja? Und deswegen können wir das leider nicht machen. Ja? Aber generell ist es ja sowieso eine neue große Volkspartei, die wirklich was anders macht als die bisherigen, wird es nur geben, wenn sie es so macht, wie ich es vorhin gesagt habe. Im Idealfall so eine Art Volksentscheidsmuster, 3 verschiedene Experten Minimum sozusagen, unterschiedliche Reformsätze und den Wählern, den Menschen die Wahlmöglichkeit geben im Endeffekt. Ja? Und vor allem bei den Experten eine offene Expertenliste führen und niemanden einfach so wegfiltern, denn was passiert es in den Parteien ist, dass also die kompetenten Experten weggefiltert wurden und die vorteilbringende, Irrtümer transportierenden Pseudo-Experten waren dann am Ende die einzigen Experten, und die haben dann diese falschen Konzepte reingebracht. Ja? Das Dilemma, das könnte ich Ihnen jetzt an jedem Punkt der Parteiprogramme genau erzählen, wo da die vorteilbringenden Irrtümer welcher Sparten sind. Ich mache Ihnen nur mal ein Beispiel. Wir alle lieben Tiere, ja? Aber die Wähler wollen nicht, dass sozusagen eine Partei wählen, die, sagen wir mal, die Tiere über die Wähler setzt. Ne? Also wenn es dann heißt, die Tiere, die Menschheit, die, alles andere ist wichtiger als wir Wähler, das spüren die Wähler. Ja? Also die Menschheit, also oder alle, die Weltbürger, wir müssen uns um die Weltbürger kümmern. Aber dann fragt sich der Wähler, und wer kümmert sich um mich? Wer beendet mein Leiden? Ja? Und wer hilft mir, ein glücklicheres und gesünderes Leben führen zu dürfen? Ja? Niemand. Die Partei kümmert sich offensichtlich um die Welt, aber nicht um mich. Und so eine Partei wählen Wähler nicht normalerweise. Ja? Sondern die wählen, nur die ganz extrem sehr moralisch entwickelten Menschen, die wählen sowas vielleicht. Aber der ganze Rest wählt das nicht, weil die sagen, Tierschutz, ja, solange es meiner Gesundheit dient und meine Gesundheit verbessert, insofern sollen auch Tiere bessere biologische Lebensbedingungen haben und so weiter, damit ihr Fleisch gesünder ist und hochwertiger ist und so weiter, damit sie angstfrei sterben und so weiter und vielleicht sogar Wildtiere erlegt werden, die dann ganz natürlich gelebt haben, sozusagen ganz gesund gelebt haben. Und ja, das sagte auch letztens eine Professorin, ja, im Gespräch mit mir, ja, warum schießen wir diese Wildtiere nicht, wo die doch das Fleisch viel gesünder ist als das Fleisch von solchen Billigmastanstalten. Ja? Also das heißt, die Wähler wollen so viel Tierschutz und Umweltschutz und Erdschutz und sonstigen Schutz, wie auch ihr Leben verbessert. Aber die Wähler wollen nicht die ganze Welt retten, die fragen, ich habe nur diese Wahlstimme, wer rettet denn mich? Aha, die Partei will die Welt retten, aber was tut sie für mich? Da kann ich nichts erkennen, wähle ich nicht. Ja? Und dann ist man weg. Das ist das Dilemma, ja, Frau Mesi. Und das ist ja meine Aufgabe, Ihnen das als Partei zu sagen, auf dass man ein wählerinnenfreundliches Programm machen muss, wenn man die 5,0% erreichen will. Und die 5,0% wären der Sechser im Lotto, den brauchen wir am 14. März. Ja, das ist das Dilemma. Noch eine Frage oder Frau Mesi gleich die nächste? Und Sie können auch nachbohren, ne? Nachbohren. Ja, Frau Mesi. Also jetzt beispielsweise Energiepolitik. Die Bundesregierung hatte ja mal ein Programm aufgesetzt zur Förderung der Solaranlage auf den Hausdächern. Wurde auch sehr gut angenommen, aber dann hat man das Programm ja wieder auslaufen lassen. Und wenn wir als Hausbesitzer, sage ich jetzt mal, keine Anreize bekommen, um solche Solaranlagen aufs Dach drauf zu installieren,
installieren zu lassen, dann können wir ja den ökologischen Energiewandel nicht schaffen. Ja. Wie kann man das machen, dass solche Anreize von der Politik her wiederkommen? Ja, da gibt es eine ganz klare Antwort dazu. Warum wurden die schmutzigen Energien bis jetzt bevorzugt? Weil wir Lobbyismus hatten, weil wir Einfluss der Konzerne auf die Politik hatten, und das endet ja mit unseren Reformen. Ja? Und da über die Wohlfühlstimmen werden auch die Energiekonzerne mitkriegen, aha, die Anwohner im Umfeld unserer Kohlekraftwerke geben schlechte Wohlfühlstimmen ab. Das können wir nur ändern, indem wir diese Kohlekraftwerke stilllegen und stattdessen dezentral auf allen Hausdächern Sonnenkollektoren implantieren und so unsere Kraftwerke der Zukunft gestalten, zum Beispiel. Ja? Also das heißt, da ist dann eine völlig neue Motivationslage. Wobei ich davor warnen möchte, Professor Hans-Werner Sinn sagt, so ganz so einfach ist das nicht. Es gibt auch einen Punkt, wo es zwar für die Bevölkerung auch gesünder ist, auf erneuerbare Energien umzustellen, zum Beispiel Sonnenkollektoren auf allen Dächern Deutschlands, ja? Aber auf der anderen Seite ist es so, dass manche Kohlekraftwerke so gute Abgasanlagen haben, dass die gesundheitliche Belastung nahe Null ist. Und damit auch die Möglichkeiten, das Wohlfühlen der Bevölkerung zu steigern, auch relativ nahe Null ist. Und wir dann einfach nur sehr große Kosten haben, die ja Sie und die anderen Wählerinnen alle bezahlen müssen. Und der Gewinn für das Weltklima auch wieder Null ist, weil nämlich, Professor Hans-Werner Sinn hat das in einem seiner Bücher vorgerechnet, dass nämlich die großen Ölförderländer zum Beispiel und Kohleförderländer dann nämlich folgende Denklogik erfüllen würden. Deutschland nimmt uns keine fossilen Energien mehr ab. Wenn das andere Länder in der Welt nachmachen, sitzen wir am Ende auf riesigen Öllagern, die nicht mehr verkauft werden können, oder auf riesigen Kohlevorräten, die niemand mehr haben will. Und bevor das geschieht, erhöhen wir die Förderung und fördern doppelt so viel wie vorher. Und alles, was einmal raus ist aus der Erde, wird auch tatsächlich verbrannt. Und dadurch wird dann also der CO2-Ausstoß in der Welt vielleicht sogar doppelt so hoch wie jetzt, weil die ganzen fossilen Energieländer Panik bekommen vor dem Tag, an dem sie nichts mehr verkaufen können. Und die verkaufen das zu billigen Preisen und dann können überall in aller Welt wird verbrannt, auf Teufel komm raus, und dann geht der CO2-Ausstoß drastisch in die Höhe. Also da müssen wir schon aufpassen, auf solche Warner auch hören, auf solche echten Experten auch hören, dass wir das alles schon mit Augenmaß und Vernunft gestalten müssen. Ja? Und dabei gucken müssen, dass wir nicht riesige Kosten unseren Wählerinnen auferlegen, dadurch einen vergleichbar nur verschwindend geringen Gesundheitsnutzen dadurch erzielen und dem CO2-Ausstoß einen Bärendienst erweisen. Der also sozusagen. Und damit alles noch schlimmer machen. Also von daher ist das alles nur mit Augenmaß vorsichtig zu handeln. Ja? Das, was unser Weg ist, ist der, dass wir sagen, wir brauchen sofort einen weltweiten Emissionshandel, aber der kann und muss ausgehen von den ärmeren Ländern der Erde. Im Moment ist es so, dass die ärmeren Länder der Erde einfach sagen, wir erwarten das, dass die reichen Länder der Erde beginnen mit dem Emissionshandel für alle Luftschadstoffe. Es muss aber genau umgedreht sein, weil die ärmeren Länder müssen sagen, wir sind bereit, den gleichen Preis für den CO2-Ausstoß zu zahlen wie die reichen Länder. Und dann, wenn alle mitziehen, dann kann auch die USA und China sagen, ja, okay, dann verlieren wir ja unsere Weltmarktposition nicht. Dann sind wir bereit, alle an einem Strang zu ziehen, weil wenn jeder den gleichen Preis pro Tonne CO2-Ausstoß bezahlt, dann ändert sich ja nichts an der Wettbewerbssituation. Warum die USA blockiert hatte mit Herrn Trump, war ja die ganz einfache Logik. Wenn die
dritte Weltländer munter CO2 ausstoßen darf, aber die USA dafür teure Gelder bezahlen soll, dann wird die USA-Wirtschaft schwächer und das schädigt die USA-Wirtschaft und die dritte Welt wird zur zweiten Welt und die USA wird zur dritten Welt. Und das wollen die nicht. Ja? Also, aber wenn alle den gleichen Preis, und das können nur die ärmeren Länder der Erde anbieten, wenn alle den gleichen, für jeden Luftschadstoff, alle die gleichen Emissionsgelder bezahlen und die dann richtig hochgesetzt werden, dann können wir problemlos das CO2-Problem in den Griff kriegen. Und wir hatten ja noch ein ganz anderes Angebot. Herr Eckenberger, Sie erinnern sich, wir hatten ja Fridays for Future sogar ein Sonderangebot gemacht. Nämlich 900 Milliarden quasi für CO2-freies Deutschland, ja, aber als Sondermaßnahme aus unseren 500 Milliarden jährlich erzeugten Wirtschaftswunder zeigen wir also in den ersten 7 Jahren 900 Milliarden fürs Klima ab, für die Klimaneutralität in Deutschland ab, kaufen den Konzernen die Kohlekraftwerke ab, legen die still und fahren mit ganz viel Geld die Sonnenkollektoren auf allen Dächern Deutschlands hoch. Die Windkraft ist ja sehr umstritten wegen der gesundheitlichen Belastung der Anwohner wiederum, ja. Aber so hätten wir das schaffen können, aber ohne dass Greta und Luisa und Carla das verstanden haben und auch Extinction Rebellion hat es ja nicht verstanden, konnten wir dieses Sonderangebot nicht loswerden. Ne? Und das hätte aber uns auch das Problem gebracht übrigens, dass wir dann wieder die Signalwirkung auf die Ölförderungsländer gehabt hätten, nämlich dass die gesagt hätten, ja, Deutschland steigt jetzt wirklich aus, die machen ernst, die kaufen uns nichts Fossiles mehr ab, kein Gas mehr, keine Kohle und kein Öl mehr. Ja, dann nichts wie schnell fördern, damit wir noch genügend verkaufen können, bevor es nichts mehr wert ist. Weil irgendwann ist ja dann das ganze Öl nichts mehr wert, ne? Ja, und so ist eben nichts passiert. Aber Sie sehen, wir haben für alles klare Konzepte. Und im Zweifelsfall nehmen wir den Professor Sinn, rufen wir dazu und die Wirtschaftsweisen und so weiter. Und dann haben wir hohes Niveau und stattdessen beschäftigen sich die Parteien damit, dass sie die vorteilbringenden Irrtümer bestimmter Sparten in ihr Wahlprogramm aufgenommen haben und quasi ein Programm, das nicht frei ist an vorteilbringenden Irrtümern, wie das Ziel des Weltrates ist, sondern ein Programm, das bestimmten Sparten nutzt, aber den Wählern eher schadet. Und das mögen Wähler nicht. Das spüren die Wähler. Ja, ja. Next. Wer hat noch eine Frage? Bitte kurz melden. Den Herrn Wagner mal integrieren, oder? Der scheint noch nicht wieder drin zu sein. Der ist ja noch mit dem Auto unterwegs. Mittlerweile. Ja, vielleicht sollte Frau Miesin eine Frage stellen und dann beantwortet die einmal der Herr Wagner und einmal ich sozusagen. So war es ja für heute vorgesehen. Frau Miesin, haben Sie, Sie können ruhig auch munter nochmal nachfragen, wenn noch irgendwas unklar ist. Es geht darum, wie soll es mit dem Verkehrsgeschehen in Deutschland weitergehen? Die Straßen sind total verstopft. Der CO2-Ausstoß ist viel zu hoch. Was kann man tun, damit der öffentliche Nahverkehr auch auf dem Land wieder mehr gefördert wird? Ja, genau. Oder Autosharing mehr in den Mittelpunkt rückt, zum Beispiel. Ja, das ist die übliche Frage, die so oft vorkommt. Ich antworte 3 Minuten und dann Herr Wagner 3 Minuten, ja? Also, die Frage ist schon ein Fehler. Wir wissen aus der Evolutionsforschung, dass Nullmobilität der Naturzustand der Menschheit ist. Die Menschheit ist damals, hat sich bewegt, innerhalb von 20 Jahren haben die das Lager verlagert um 5 Kilometer in 20 Jahren. Ja? Das heißt, da war nichts mit Mobilität und groß rumwandern, so von wegen Auswanderung, die hat es nie gegeben. Die Leute sind 20 Jahre an einem Platz geblieben und dann wieder 5 Kilometer weiter, da haben sie ihre Zelte wieder aufgeschlagen, dann waren sie in 20 Jahren 5 Kilometer weiter gewandert. Und ansonsten haben sie sich nur ums Lager herum bewegt zu Fuß.
Ja? Und da müssen wir wieder hinkommen. Das ist der Naturzustand der Menschheit. Diese ganze Mobilität ist eine Krankheit. Ja? Und da gibt es nichts zu verbessern, da gibt es nur was zu beenden. Ja? Das heißt, warum haben wir diese Mobilität? Weil die Logik ist folgende. Die Automobilindustrie sendet über Werbespots den vorteilbringenden Irrtum aus: Leute, ihr solltet euch ruhig auch mal munter streiten. Streiten ist gut. Ja, man muss auch mal, ja, und so. Streiten, ja, Streitkultur. Also streiten ist an sich was Gutes, ja. Und so werden dann die Leute, die im selben Haus wohnen, die kriegen Angst voreinander, weil da wird so oft gestritten und dann entstehen da Prozesse und Streitigkeiten und Nachbarschaftsstreitigkeiten, weil die Nachbarn mittlerweile sind wie Hund und Katz. Und was machen dann die Leute aus Not heraus? Sie setzen sich ins Auto und besuchen ihre wenigen Freunde in Hamburg und München. Das heißt also, die Mobilitätsindustrie hat über vorteilbringende Irrtümer erst die Nachfrage nach mehr Mobilität geschaffen. Ja, wir sind also mobilitätssüchtig geworden, weil man uns das Leben in dem Haus, in dem wir leben, weggenommen hat. Kennen Sie ihn, Frau Mesti, noch Ihre Nachbarn wirklich ganz persönlich? Die meisten laufen nur noch aneinander vorbei und grüßen gerade noch höflich, weil sie alle Angst davor haben, dass irgendwann ein Streit losbricht und sie das dann groß bereuen werden, wenn sie die Nachbarn noch mehr als nur freundlich gegrüßt haben, ja? Und das ist einfach, das sind Manipulationsprozesse. Da sind wir wieder bei dem Manipulativen, dem Antikooperativen, dem Parasitären in der Gesellschaft, dass die gesamte Mobilitätsnachfrage, auch die Reisesucht, warum reisen die Leute nach Mallorca und knallen sich am Ballermann die Hucke zu? Weil sie hier so unglücklich sind in Deutschland, dass sie das als Suchtmittel brauchen, sozusagen. Wir wollen aber doch erreichen, dass in den Hausarzt-Gesundheitskommunen mit deren Freizeit und Wochenendangebot und Programm, dass es so viel Spaß macht, mit den netten Leuten dort zu leben, wo die Hausärzte darauf trainiert sind, Streitigkeiten zu schlichten, Mediatorenfähigkeiten haben und so weiter. Und wenn dann so ein liebevolles Miteinander entsteht, warum sollte ich denn noch nach Mallorca reisen wollen? Gibt es doch gar keinen Grund mehr. Verstehen Sie, wir wollen null Mobilität. Ja? Ja, Herr Wagner, Ihre Antwort dazu. Ja, danke schön. Also ich denke, man kann da in zwei Schritten über das Problem nachdenken. Das eine ist, was sind eben Reformschritte aus dem Jetzt-Zustand, und was ist sozusagen der Zielzustand oder natürliche Wurzelzustand? Ich bin ja der Ansicht, dass die ungerechten Entscheidungsstrukturen und daraus entstehen dann auch die ungerechten Verteilungsstrukturen, dass das eben die Wurzelproblematik ist, also die Steuerungszentrale ist falsch eingestellt. Wenn die Menschen sich darauf einlassen würden, gemeinsam offen und demokratisch nach Argumenten zu gehen, dann würde das auch auf das Reisen angewendet werden. Dann würde zum Beispiel gefragt, was sind hier jetzt reine Luxusreisen, was sind hier, ich sag mal, Arbeitsreisen fürs kapitalistische Wirtschaften? Und was sind Reisen aus Gemeinwohlargumentation? Und ich lasse mal offen, wie viele Spielräume für den Luxus übrig blieben und die Spielereien. Aber auf jeden Fall würde eine Gemeinschaft, die anfängt nachzudenken, nach Gründen zu gehen, würde danach gehen, was ist aus Gemeinwohlargumenten vor allem eben auch geboten. Und dadurch würde sich eine gute Verteilung jedenfalls schon mal ergeben, die nach Sinn geht und nach dem Wohl aller. Statt dass jemand, der mehr Geld hat oder mehr Macht hat, einfach seine Willkür und Luxus- und Spaßallüren ausleben kann. Und was den Endzustand angeht oder Zielzustand, gebe ich Dylan recht mit seiner Beschreibung. Wir Menschen sind eigentlich, oder das ganze Reisen ist Ersatzbedürfnis. Dafür, dass wir eigentlich Wurzeln in unserem inneren Leben, im Sozialen, in Liebe und auch in Verwurzelung in der Natur finden wollen und daraus erst so richtig, ich sag mal, aufblühen würden, seelisch und geistig und gesellschaftlich, sozial. Da gibt es den schönen Spruch schon aus der Antike, ich glaube, es war der Schriftsteller Ovid: Wanderer, was durchstreifst du die Welten? Du findest den Gott nur in dir. Und insofern, ich glaube auch, das sind Suchtersatzbedürfnisse. Und wenn die Menschen da zu so einer wirklichen, innerlichen, verwurzelten Kultur zurückfinden würden, dann würde die ganze Reiserei aufhören. Ich sage gleich dazu, bei mir ist das natürlich im Moment, aber das sind alles Dinge, die ich glaube, gut aus Gemeinwohlgründen abgeleitet werden können. Ich sitze gerade wieder im Auto und ich pendle zum Teil zwischen Hessen und Berlin.
weil es darum geht, solche, ich sag mal, Rettungskommunen aufzubauen. Und das machen so wenig Menschen im Moment, auch so als Mediator möglichst effektiv zur Verfügung zu stehen, wie ich es heute den ganzen Tag jetzt gemacht habe, dass man dafür zum Teil dann noch reist. Ne? Aber ich mache es im Bewusstsein, dass ich eigentlich auch so ein verwurzeltes Leben haben will. Ja, vielen Dank. Also man kann so sagen, letztendlich die Next Scientists for Future betonen einfach noch mehr den Aspekt, dass alle möglichen Suchthandlungen und Ersatzbefriedigungshandlungen, dass man da jetzt nicht noch ein System bauen sollte, also jetzt noch ein System bauen wie rund um die Alkoholiker, rund um die Tabaksüchtigen, rund um die Medikamentensüchtigen, rund um die Drogensüchtigen, sondern lassen Sie uns ein besseres Leben schaffen rund um die Hausarzt-Gesundheitskommunen mit ihrem Freizeitangebot, sodass die Menschen wieder menschliche Befriedigung erhalten und dann die Suchtmittel nicht mehr brauchen, also Alkohol, Reisen, Mobilitätssucht, Reisesucht, Alkoholsucht, Zigarettensucht, Zuckersucht, Geschmacksdrogensucht, Medikamentensucht, all das nicht mehr brauchen. Und darin liegt die Zielperspektive. Das heißt, warum soll ich noch investieren in ein System, das ich Richtung Null schrumpfen will, wo dann also auch die Arbeitnehmer einer Fabrik zum Beispiel in Wohngemeinschaften vielleicht rund um die Fabrik leben, weil die Konzerne sozusagen eigenen kommunengeeigneten Wohnraum schaffen rund um ihre Fabrik. Ja, dann brauchen sie noch nicht mal mehr eine sogenannte Pendlerpauschale und so weiter, weil es dann einfach keinen Grund mehr gibt zu pendeln. Ja, und das sind so die Ziele, worum es geht, dass Menschen dort leben und arbeiten im ganz kleinen Umkreis und eigentlich alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen können. Ja? Und das wäre jetzt wohl eher das Konzept der Gemeinwohlökonomie, so wie ich das verstanden habe. Ich war letzten Herbst in Blumenthal zwischen München und Augsburg. Das ist ein ehemaliges Schloss. Da wird schon die Gemeinwohlökonomie praktiziert und es war sehr schön, muss ich wirklich sagen, hat mir gut gefallen. Also wir brauchen wieder mehr regionale Strukturen, wo wir uns dann eben wohlfühlen können. Ja, und das beginnt mit den Hausarzt-Gesundheitskommunen, weil dort das Leben vor Ort wieder, die Leute kommen raus aus der Einsamkeit. Einsamkeit ist die Haupttodesursache überhaupt der Menschheit, ja. Und dieses Beenden der Vereinsamung und die Öffnung der Menschen wieder für mehr Generationen Wohngemeinschaften und später auch für Kommunen. Also wir sprechen ja ganz bewusst von den urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen, ursprünglicher Lebensweise der Menschheit, wo es ja dann am 22. Februar, dem Montag und dem 1. März geht, bitte alle vormerken, ja, 19 Uhr mit der Matriarchatsforscherin, ja. Und genau darum geht es, dass Menschen wieder glücklich leben dürfen ohne ihre Süchte und die Süchte nicht verbieten, sondern gemeinwohlorientiertes Leben insgesamt. Und das Problem ist, dass die Gemeinwohlbilanz von Christian Felber leider gar nicht so diesen Faktor Sucht gar nicht im Blick hat. Ja, denn dort gibt es keine Messgrößen dafür. Bei uns gibt es die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten. Bei der Gemeinwohlbilanz haben sie aber keine Daten, mit denen sie Süchtigkeit als Problem messen könnten auf Seiten der Kunden. Das tun wir aber. Deswegen ist ja unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung auch viel ausgereifter. Die ist auch viel, viel älterer. Die ist ja 52 Jahre Geschichte und Christian Felbers Gemeinwohlökonomie hat gerade mal 30 Jahre höchstens Geschichte. Ne? Ja, aber nochmal die Frage von Herrn, der Punkt von Herrn Wagner jetzt nochmal. Ja, ich wollte noch hinzufügen. Ich glaube, dass für die Welt der Zukunft eine Möglichkeit schon erhalten bleibt, wie sie jetzt heute erst gerade seit einigen Jahrzehnten für die Menschheit existiert, nämlich das Internet, also die internationale Kommunikation. Ich habe selbst ein paar Jahre sozusagen schon das Leben geführt des Einsiedlers in der Höhle mit der Internetverbindung
mit der ich Kommunikation bis ans andere Ende der Welt haben konnte, Zugang zu allem Wissen und Kulturgütern, auch indem ich Dinge anschauen konnte, wo andere sonst für um die Welt reisen müssen. Ich schon, dass die Menschheit diese Dimension sich erhalten wird. Und das mindert dann umso mehr aber auch die Notwendigkeit der Einzelnen, jetzt den Aufwand zu machen, durch die Welt zu reisen. Ich meine, sie könnten es ja vielleicht auch zu Fuß. Also der Gründer der europäischen Nachfolgebewegung von Gandhi, Lhasa Devastu, ist zu Fuß von Europa nach Indien gegangen, um Gandhi zu treffen und auch wieder zurückzukommen. Und ansonsten der Druck, weil einem sonst Wissen, Kulturgüter und so weiter entgehen würde, der ist ja sehr gering, wenn man die Möglichkeit hat, per Internet auch bis ans Ende der Welt zu hören und zu sehen. Und ich glaube, ein König früherer Jahrhunderte, also wenn man dem, der da glücklich schon war, wenn er sein Hoforchester oder seine Hochbibliothek hatte und sowas, also wenn man dem angeboten hätte, er könnte als Hartz-IV-Empfänger in die heutige Zeit mit Internetanschluss, ich glaube, jeder halbwegs kluge König der damaligen Zeit hätte gewechselt. Ja, also das ist auch bei uns im Weltrat schon Beschluss, dass wir nicht mehr reisen, es sei denn, Frau Merkel will unbedingt unsere Professoren alle mal persönlich kennenlernen. Also ganz vital, dann werden vielleicht noch mal einige von uns nach Berlin reisen. Aber ansonsten reisen wir online hier mit diesem Meet Google jetzt hier um die ganze Welt, stehen der ganzen Welt als Berater zur Verfügung. Oder eben mit der Telefonkonferenz, denn nicht jeder unserer Professoren kommt mit dieser Computertechnik klar. Der macht das dann über die Telefonkonferenz und im Moment haben wir ja eine Kopplung aus Telefonkonferenz und Online-Bildkonferenz sozusagen. Klappt doch auch, ne? Ja, Frau Mesli, bitte löchern Sie uns weiter, so hart wie Sie können, denn alles, was Sie jetzt nicht genau nachfragen, kommt dann wieder von der Partei wieder zurück als Rückfragen. Ja, also wir leben hier in Europa, wir werden gelebt durch Europa, sage ich jetzt mal. Wie können wir uns aufstellen, wie können wir mit unseren Nachbarn in den Ländern um uns herum in Zukunft besser leben oder miteinander arbeiten oder wie soll die Außenpolitik in Zukunft aussehen? Ja, vor einiger Zeit haben wir noch geredet von den United States of Northern Europe, den United States of Southern Europe, alle Landessprache Englisch und so weiter. Hat sich herausgestellt, ist alles Unsinn. Wir brauchen gar keine Staatlichkeit in diesem Sinne, großen Sinne mehr. Wozu brauchen wir zukünftig noch Staaten, wenn die Welt durch unsere Reformen pazifistisch geworden ist? Wenn wir um Deutschland herum nur noch einen Mini-Raketenabwehrriegel haben, die so Hightech sind, dass sie alles zum Absturz bringen können, was sich Deutschland nähert, aber nicht angreifen können, weil sie nur eine winzige Durchschlagskraft haben. Die sind gerade stark genug, eine Rakete zum Absturz zu sprengen quasi, aber nicht in der Lage, jemanden anzugreifen. Ja? Und dadurch sind wir dann der Vorreiter der weltweiten Abrüstung und alle anderen können, die dann durch uns auch nicht mehr bedroht werden, können auch sich sofort runterrüsten auf Defensivrüstung und so weiter. Und wenn dann alle nur noch defensive Abwehrraketenriegel haben, können die sogar auch diese dann noch einsparen und können die runterfahren auf, und immer kleiner werden, diese Raketenabwehrriegel, auf ein absolutes Minimum. Und dann brauchen wir auch nicht mehr die United States of Europe, um militärisch genügend geschützt zu sein sozusagen. Und dann brauchen wir die Staaten eigentlich nur noch, um die Wohlfühlstimmen zu erheben, die Wahlstimmen zu erheben, die Gesundheitsdaten zu erheben, die Bundeswahlleiter brauchen wir, die Landeswahlleiter brauchen wir, die entsprechenden wissenschaftlichen statistischen Bundesämter, das Statistische Bundesamt Wiesbaden, die statistischen Landesämter, wo die Wissenschaftler auch arbeiten und mithelfen und so weiter. Und mehr brauchen wir nicht. Und dann brauchen wir eigentlich keine Staatlichkeit mehr. Und wenn wir immer weniger Staatlichkeit brauchen, dann brauchen wir auch Europa nicht mehr. Ja, also das heißt, das Ganze kann eigentlich dann wieder, es ist einfach nur noch nicht mehr von Interesse. Ne? Es ist einfach nicht mehr von Interesse.
Hallo, sind wir abgestürzt bei der Telefonkonferenz? Ich glaube, ich muss neu einwählen, die Telefonkonferenz. Ah ja, ne, aber wenn es gleich abstürzt, dann kann ich, können wir wieder neu einwählen, weil wir nähern uns der 2-Stunden-Grenze und wir wissen ja, dass es dann immer abstürzt mit der Telefonkonferenz. Aber noch 10 Minuten, schätze ich. Ja, also Frau Mesli, war die Antwort denn befriedigend? Ja, was sollen wir sonst machen? Die Frage ist, United States, ja. Und zwar sehe ich ein großes Problem, wenn wir fragen, was machen wir mit unseren Nachbarn und meinen damit andere Staaten um uns herum. Weil dieses Wir, was machen wir, ist eigentlich schon unzutreffend, wenn wir gar nicht das Feuer im eigenen Land auch haben, sondern fremd beherrscht werden von Manipulations- und Korruptionssystemen. Also im Prinzip können wir dann gar nicht richtig was machen, weil wir gar nicht die Entscheider sind. Weil man uns diese Entscheidungsrechte geraubt hat, sozusagen im eigenen Haus. Und ich sehe da eine Riesengefahr insgesamt. Also vom Kleinen, der Ebene der persönlichen sozialen Kontakte und kleinen Entscheidungsstrukturen über die regionalen und staatlichen und dann auch staatsbündischen Herrschaftsverhältnisse. Die Waffensysteme und die Überwachungskontrollsysteme explodieren im Moment in ihrer Wirksamkeit. Wir haben aber weder im Kleinen noch im Großen geschafft, dem eine verlässliche Steuerung zu geben, dass es zum Wohle aller geht, statt für irgendwelche willkürlichen Teilgruppeninteressen. Und das ist eine riesen Gefahr. Wir können auch nicht sagen, wir fangen jetzt nur im Kleinen an. Ich glaube, wir müssen auf allen Ebenen, müssen wir so viel wie möglich, und Überzeugungskraft haben wir ja dann immerhin, weil wer will da sagen, das sind falsche Argumente. Wir müssen sagen, es muss weg aus diesen korrupten Splittergruppen, die das Geschehen bestimmen. Wir brauchen echte Demokratie, echte Argumentekultur. Und wenn die zustande kommt, dann wird da auch zugehören, entsprechende Verteidigungs- oder Abrüstungs-Pazifismus-Entwicklungskonzepte ausgestalten zu können. Da müssen wir auf allen Ebenen arbeiten, aber es fängt eben am Kleinen an. Also ich muss mich fragen, habe ich das Steuerruder? Oder haben es andere um mich herum an sich gerissen? Aber noch schlimmer, ich muss in meinem eigenen Inneren auch fragen, habe ich in mir überhaupt das Steuerruder oder sind da Suchtkräfte, die mich bestimmen? Und erst die eigene Selbstbestimmung, die nach den besten Argumenten fürs Ganze geht, das kann das sein, was uns Hoffnung gibt oder was den Ausweg bahnt. Ja, und da kann ich gerade noch Frau Mesli noch mal ergänzen, weil erstens, was der Herr Wagner nicht mitgekriegt hat, ist ja vorhin unsere Demokratisierungskette gewesen. Erinnern Sie sich? Also Medienreform, werbefreie Medien, Demokratie pur Talkshows, identische zu den Demokratie pur Talkshows in ARD und ZDF, entsprechend die Vorwahlen Mini-Volksentscheide, die Wohlfühlstimme, Volksentscheide, Wahlprogramme als Volksentscheide geschrieben. Ja, das schade, dass das. Genau, Demokratie pur, Talkshows, freie Argumente, Plattformen, Talkshows. Ja, und die Volksentscheide und die bisherigen Wahlen zusammen bieten solch eine Demokratisierungsplattform, dass wir Wählerinnen also eben nicht mehr die Konzerne regieren, sondern wir regieren. Ja, erstmals übrigens. Wir sind dann zum ersten Mal selber die Regierenden. Ja. Und der zweite Punkt ist, Frau Mesli, die Rüstungsreform. Ich glaube, die ist noch nicht klar. Gell? Die Rüstungsreform bedeutet nämlich, dass die Dividenden der deutschen Rüstungskonzerne von der Regierung konstant gehalten werden, wenn die Zahl der weltweit getöteten Gewalttoten durch Sprengstoffe, Waffen und so weiter um 5% im nächsten Jahr zurückgeht. Ja, und wenn sie nicht zurückgeht, werden die Dividenden um 5% gesenkt. Ja, das heißt also, die Rüstungskonzerne müssen sich umdefinieren als Friedenssicherungskonzerne und Friedensförderungskonzerne. Und dadurch kommt es zu einer Entwicklung hin Richtung Pazifismus, weswegen wir sozusagen den Militärblock Europa auch nicht mehr unbedingt brauchen. Als Gegengewicht zum Militärblock USA oder Militärblock China oder Militärblock Russland, weil wir
dann einfach weltweit, wenn die anderen Staaten ja durch uns auch reformiert werden, ja, und zwar über Online-Konferenzen reformiert werden, dann fangen die ja auch an, alle abzurüsten und auf Defensivrüstung umzustellen, auf Mini-Raketenabwehrriegel, weil alle sich verabschieden von der Angriffsidee, ja, der Idee des Angriffskrieges endgültig verabschieden, weil sie dann erkennen, dass das Glück im Leben in den Gesundheitskommunen rund um die Hausärzte beginnt, dann in Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften weitergeht und für manche sogar dann in solche urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen endet sozusagen, für manche. Ja? Denn das war der Zustand, in dem wir vor 400.000 Jahren zum letzten Mal glücklich gelebt haben als Menschheit. Und darum wird es ja auch am 22.02. und 1. März gehen mit der Matriarchatsforscherin, dass das der eigentliche, unserem Gengut entsprechende glückliche Lebenszustand ist. Und ich lebe ja nur deswegen nicht in einer Kommune jetzt, weil es unendlich schwierig ist, unter den Bedingungen dieses brutalen Raubtierkapitalismus eine glückliche Kommune hinzukriegen. Das ist total schwer, weil die Menschen auch den Kapitalismus in den Köpfen haben. Die Eifersucht, den Neid, den Hass, die Streitlust, die ich vorhin erwähnt habe, die Missgunst. Das ist ja alles in den Köpfen, ja? Ich glaube, jetzt können Sie besser verstehen, warum wir eigentlich das United States of Europe aufgegeben haben mittlerweile. Ja, weiter nachhaken. Auch Herr Eckenberger, falls Sie mal wieder eine Frage haben, einfach weiter löchern. Ich frage mich zum Beispiel noch, was passiert, wenn jetzt den lieben Wissenschaftlern irgendwas zustoßen sollte, weil irgendjemand seine Fälle, seine Verdienstmöglichkeiten durch diese Ideen davonschwimmen sieht. Und ich frage mich natürlich auch, wie in dieser wahnsinnig komplexen Realität, wo ich feststelle, ach wie gut, dass die Scientists das bedacht haben, sehe ich natürlich die Möglichkeit, dass es gar nicht möglich ist, alles zu bedenken und dass auch das mit den Reformen nur ein Stück weit durchdacht werden kann. Und da würde mich sehr faszinieren, welche Arbeitsprozesse die Wissenschaftler bisher durchlaufen haben und welche Fehler sie quasi schon bemerkt haben und wie stark sie davon ausgehen können, dass jetzt die Fehler ausgeschlossen sind und so weiter. Wie gesagt, das Ganze ist ein Handwerk. Das ist ein Wissenschaftshandwerk. So wie ein Schreinermeister einfach nach 50 Jahren Erfahrung weiß, wie er Holz polieren muss, damit es ein Hochglanzprodukt wird, können wir jede Reform, Gesundheitsreform, Ernährungsreform, so lange polieren, bis sie im Hochglanz erstrahlt. Das ist eine Kompetenz und im August 2018 fertig geworden und da haben sich dann die Professoren zusammen telefoniert. Und dass alle 20 auf einmal natürlich jetzt bedroht werden könnten, ist aus einem ganz einfachen Grunde unwahrscheinlich. Wir gehen nicht in die Konfrontation. Also wenn ich jetzt bei Markus Lanz sitzen würde, zum Beispiel mit unserem Professor Mertens zusammen, dann wäre mein erster Satz, lieber Herr Lanz und lieber anwesender Unternehmer, wir haben nur ein Ziel, Ihr Leben gesünder, länger, reicher, glücklicher zu machen. Wir sind nicht gegen sie, wir sind nirgends Feind. Wir lieben alle Menschen und wir wollen das Leben unserer geliebten Milliardärskönige, unserer geliebten Journalistenkönige und unserer geliebten Politikkönige glücklicher, viel glücklicher, länger, wohlhabender und gesünder zugleich machen. Wir wollen, dass es allen Menschen eine ganze Klasse, drei Klassen, vier Klassen besser geht als vorher. Allen Menschen gleichermaßen. Zumindest allen arbeitenden Menschen. Also ich kann das gut verstehen und ich bin ja auch quasi überzeugt oder sehr fasziniert positiv von diesen ganzen Ideen. Eine Sache, die allerdings jetzt mal nur so mir einfällt, ich soll ja so stark nachhaken, ich hoffe, ich gehe der Frau Mesil oder Mesli nicht in die Balance damit. Jedenfalls, jemand, der jetzt superreich ist und sich dadurch ganz
klar abhebt vom Restverdiener, kann sich vielleicht nicht vorstellen, dass ihn eine gesunde Gesellschaft glücklicher machen wird als dieser Exotenstatus. Ja, ja, also ein Beispiel wäre zum Beispiel Tabakkonzern, ja? Deutscher Tabakkonzern oder Alkoholkonzern, ja? Natürlich kann der sagen, ja, das könnte mich ja schon ein bisschen neue Arbeit kosten, wenn ich dann für den deutschen Markt, in den Weltmarkt, kann ich ja genauso meinen Alkohol weiterverkaufen und meinen Tabak weiterverkaufen wie bisher. Das bleibt, der Weltmarkt ist ja, solange die anderen Staaten von uns noch nicht reformiert sind, bleibt er erstmal unverändert. Also geschieht die Änderung nur langsam. Nur ein Staat der Erde ändert sich, Deutschland, der deutsche Markt. Ja? Und das ist, heißt schon mal langsam. Da passiert also erstmal nichts Dramatisches. Aber für den deutschen Markt muss der Unternehmer sich jetzt tatsächlich überlegen, dass er vielleicht, wie ich vorhin gesagt habe, Gewächshäuser mit den herrlichsten tropischen Früchten anbaut. Und wir müssen uns neu einwählen. Sekunde. Sekunde, Frau Mesli. So, jetzt müssen. Seid ihr alle wieder da? Ja? Ja, wir haben uns alle eingewählt. Also, ich wiederhole nochmal die letzten Sätze. Also, das heißt, für den Tabakhersteller und für den Alkoholhersteller wäre das sicherlich eine Neuerung für den deutschen Markt, plötzlich auf Gewächshäuser mit tropischen Früchten umzustellen für den deutschen Markt, weil mit den ungesunden Sachen nicht mehr viel Geld in Deutschland zu verdienen ist, weil da die Verdienstzuschüsse entsprechend niedrig werden dadurch. Das sind Umstellungen. Aber deswegen jetzt die Professoren ermorden sozusagen, nur weil man diese Umstellung nicht möchte oder so. Ja, also. Denn das Entscheidende ist ja, dass die Milliardäre sozusagen, auch die Tabakmilliardäre und die Alkoholmilliardäre, dass die natürlich belohnt, also auch denen ja ganz klar, wir wollen ja, dass die auch keinen Krebs bekommen und die auch keinen Herzinfarkt bekommen. Also wir wollen auch Sie, lieber Tabakhersteller, wir wollen doch Ihr Leben auch viel glücklicher und viel gesünder machen. Gehen Sie doch mal in so einer Kommune zu Besuch, schauen sich das erfüllte Liebesleben der Leute dort an und ob Sie nicht Lust haben, mit Ihrer Familie dahin zu ziehen oder da mal teilzunehmen und das da. Und die Milliardäre werden ja bei uns nicht enteignet. Wir nehmen ja den Leuten nichts weg mit Gewalt, sondern wir überlassen es ihrer Freiwilligkeit, wann sie das Schenken anfangen und ihren Reichtum auf ihre geliebten Kommunen verteilen und schenken, ja? Und sich ihr Reichtum verteilt auf die Menschen wieder hin, ja? Aber das ist ja alles freiwillig. Also das heißt, wir bedrohen ja eigentlich niemanden. Auch den Tabakhersteller bedrohen wir ja nicht wirklich. Sondern wir sagen, wir machen ihr Leben glücklicher. Einziger Preis dafür, dass sie ihren Mitarbeitern eine neue Order geben müssen, für den deutschen Markt neue Gesundheitsnahrungsprodukte dazuzunehmen. Ne? Mehr ist es eigentlich nicht. Und das ist eigentlich kein Grund, jetzt einen Mordanschlag zu riskieren und dafür zu riskieren, lebenslänglich ins Gefängnis zu gehen. Ne? Also ich hoffe, dass da doch nichts passiert. Leuchtet das so halbwegs ein? Ja, Frau Mesli, machen Sie weiter. Quetschen Sie uns aus. Also ich bin jetzt schon so voll von Informationen, ich kann gar keine Fragen mehr stellen, muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt schon 2 Stunden und das muss ich erstmal alles verdauen. Ja, es reicht ja auch vielleicht. 2 Stunden reicht ja für eine Sendung.
Also nochmal vielen Dank für die tollen Fragen, weil, wie gesagt, was jetzt fehlt, sind nochmal 10 Mitglieder von die Basis und nochmal 10 von ihren Parteikollegen, die eine Frage nach der anderen stellen, ja? Und dann nochmal noch ein, zwei weitere Experten oder wie ich gesagt habe, 5 oder 3 Experten insgesamt, die möglichst kontrovers sein müssten, wo ich dann immer sagen könnte, ja, was der und der Experte bringt, ist aber der vorteilbringende Irrtum der und der Sparte. Und der würde am Ende, wie bei Gradido vorhin gesagt, würde ja am Ende dazu führen, dass es mehr Sozialfälle in Deutschland gäbe und mehr Elend geben würde, weil das Gradido sozusagen letztendlich uns alle vermögenden Personen aus dem Lande treiben würde und damit auch die entscheidenden Arbeitsplätzeschaffer und die Arbeitsplätzehalter aus dem Lande treiben würde. Weil jeder Handwerksmeister, der 300.000 Euro auf dem Konto hat, der würde sofort nach Australien auswandern oder nach Kanada und würde dort seinen Betrieb aufmachen. Dann sind die Arbeitsplätze weg und die Leute sind arbeitslos und die Sozialspartler haben wieder mehr Arbeit und die Arbeitsamtmitarbeiter freuen sich über neue Klienten, die sie betreuen können und demotivieren können und frustrieren können. Ja? Aber ich glaube, Sie haben diese Logik ganz gut verstanden. Wir wollen wirklich die Wahrheit ans Licht bringen. Wir wollen, dass wirklich ein Parteiprogramm am Ende steht, das frei ist von vorteilbringenden Irrtümern, nicht nur für die Impfsparte, nicht nur für die Pharmasparte, nicht nur für die Sozialsparten. Und dass also da nicht Partikularinteressen auf Kosten der Rest der Wählerschaft in einem Parteiprogramm festgeschrieben werden, sondern dass es für uns alle eine Verbesserung bringt, für alle gleichermaßen. Weil es einfach ein besseres System bringt. Ein besseres System für alle und nicht bestimmte Vorteile für bestimmte Gruppen. Zum Beispiel Gradido ist natürlich auch ein vorteilbringender Irrtum für alle Arbeitslosen, weil die zunächst mal scheinbar ja die Hoffnung kriegen auf mehr Geld. Aber wenn dann die Reichen alle abwandern, kriegen sie nicht mehr Geld, sondern wieder weniger Geld. Und am Ende gibt es mehr Sozialfälle. Also am Ende ist es ein Programm für die Sozialsparten, ne? Und das weiß aber Gradido selbst nicht. Also Gradido selbst fehlt die Selbsterkenntnis, dass sozusagen das Ganze ein einziger Irrtum ist, nämlich ein vorteilbringender Irrtum für bestimmte Sparten, aber nicht gut ist für eine gesamte Gesellschaft. Einfach ungeeignet ist. So steht es auch im Internet. Das können Sie mal alles googeln. Gucken Sie mal nach Kritik an Gemeinwohlökonomie. Da wird über Christian Felber als Herz-Jesu-Marxist geschrieben. Dann wird über Gradido geschrieben. Es handelt sich um ein Umverteilungs- und Enteignungsprogramm und zerstört den Wert des Geldes total und. Also da stehen alle möglichen Kritikpunkte drin. Es braucht uns also da eigentlich gar nicht, diese Dinge zu zerpflücken. Wir machen das nur halt noch ein bisschen genauer als die anderen. Und also am Ende brauchen wir eine neue Wir 2020 EU oder die Basis als neue große Volkspartei, aber bitte mit einem Programm, das 56% der Wähler begeistert, denn 44% sind durch jede Neuerung so überfordert, dass sie sowieso dagegen sind. Ja? Die werden uns sowieso nie wählen. Und diese 56%, und von denen bleiben bei der ersten Wahl ja nur 10% übrig. Ja? Denn bei der ersten Wahl sind wir ja gar nicht bekannt genug. Und deswegen müssen wir rechnen damit, dass wir von unseren 56% in einer ersten Wahl, wenn jetzt alle die Trommel wirbeln, also alles machen würden für Propaganda und Bekanntwerdung, dann wären wir heilfroh, wenn wir bei 5,0% landen, weil 2,6% wegen dem Corona-Thema die Wahlstimme geben und 2,4% wegen den Next Scientists for Future Qualitätsreformen ihre Stimme geben. Und danach mit 5% plötzlich werden alle Medien über uns berichten und wir werden überall die Parteivorsitzenden und die Next Scientists for Future überall im Gespräch sein. Und dann plötzlich sagen die Wähler, ja hoppla, da kommt ja was richtig Großes, Neues, Gutes. Ja, und dann wählen wir das. Und dann kriegen wir bei der Bundestagswahl 15-28% und dann können wir gemeinsam mit den anderen regieren. Und da wir ja keine Feindschaft aufmachen, wir machen ja keine Feindschaft mit den Altparteien. Manche zum Beispiel, manche Reformer sagen, wir müssen denen einen Prozess machen.
Quatsch. Wenn wir den Prozess machen, dann werden die uns hassen und dann werden die nie mit uns koalieren. Dann sind wir am Ende werden wir als Partei ignoriert wie die AfD. Was haben wir davon? Nix. Ja, haben wir es, Frau Mesli. Sind Sie erstmal für heute zufrieden? Die nächste Talkshow ist am Freitag um 19 Uhr. Ja, vielen Dank. Ich bin für heute erstmal zufrieden. Wie gesagt, das muss jetzt erstmal alles sitzen. Ja. Vielen Dank. Ja, gut. Hat noch jemand, Herr Eckenberger, haben Sie noch ein Schlusswort? Und Herr Wagner? Ja, mal gucken, ob der Eckenberger erstmal was sagen will. Ich bin gerade am Reinfühlen. Aber es war, falls jetzt nichts anderes kommt, möchte ich mich bedanken. Es war wieder sehr interessant und hat wieder das Gedankengebäude mir weiter erschlossen auf logische Art und Weise. Und ja, ich bin dankbar und fasziniert, das alles mitkriegen zu können und hoffe Bestes für all diese Ideen. Und wirklich vielen Dank für die Energie, das zu verbreiten und auszuarbeiten und alles. Ich kann noch sagen, ich weiß nicht, wie weit ihr mir vorhin noch, wie weit ihr noch was gehört habt, was ich gesagt habe. Aber ich habe gesagt, es ist der sanfte Weg, es selbst vorzuleben und auch in solchen Beispielgemeinschaften, wo die Leute zumindest wie im Zoo oder als Praktikum mal ausprobieren könnten, was es bedeutet, so ein einfach frei und ehrlich denkender Mensch zu sein, der danach geht, was richtig ist, statt danach, was irgendwelchen anderen Interessen gefällt. Und auch einem Milliardär dürfte es nicht schwerfallen, wenn er dann mal wirklich das erfüllte Leben in so einer aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune erleben könnte, wovon es ja im Moment nicht mal solche Anschauungsmodelle gibt oder solche Praktikumsgelegenheiten, auch weil das so sehr unterdrückt wird in der Gesellschaft. Aber wenn man das so fördern würde, dass solche Freiräume mal beispielhaft da sind und könnten erlebt werden, dann wäre es nicht schwer für einen Milliardär zu sehen, dass das schöner und bereichernder ist als das, was man sonst so anstrebt im Leben. Ja, vielen Dank. Dann noch mein allerletzter Hinweis für heute, also Freitag. Die nächsten Talkshows sind also dann Freitag 19 Uhr, dann glaube ich Donnerstag 19 Uhr auf darauf und dann darauf Dienstag und dann zweimal montags hintereinander mit der Matriarchatsforscherin. Unbedingt noch weitere Leute dafür einladen, ja. Und ansonsten, wenn Computerprobleme auftauchen, wie letztens die Tonprobleme, da haben wir ja die neue Option noch, dass man versuchen kann, die Kamera auszuschalten, damit die Datenmenge reduziert wird. Vielleicht wird dann der Ton besser. Können wir ja demnächst auch mal ausprobieren, wenn es mal wieder Tonprobleme geben sollte. Ja, dann danke ich für diese heutige wissenschaftliche Tagesschau heute. Und beende die Aufnahme und ich hoffe, wir sehen uns alle wieder am Freitag um 19 Uhr. Und wie gesagt, Frau Mesli, Ihre Parteikollegen sind natürlich herzlichst eingeladen, sozusagen, weil aus meiner Sicht ist es so, es ist eigentlich schon eine Minute vor 12. Wir müssen alle jetzt sofort handeln, weil sonst läuft uns der Wahltermin 14. März weg einfach und zwar ohne jede Chance. Ja? Und die Frage ist, bei der Bundestagswahl irgendwie als Koalitionspartner aufzutreten, geht nur, wenn wir jetzt am 14. März schon da sind. Denn die nächste Landtagswahl ist, glaube ich, dann ein, zwei Monate später. Und das könnte dann schon zu spät sein, weil wir dann nicht mehr genügend Anlauf nehmen können auf die Bundestagswahl. Denn man muss uns ja erstmal alle kennenlernen. Das kostet ja alles Zeit. Ja? Also dann, bis nächsten Freitag, 19 Uhr in alter Frische und ich beende die Aufzeichnung. Tschüssi, bis Freitag.